Hallo, hier ist die Dela. Bevor die aktuelle Folge losgeht, wollte ich noch kurz einen kleinen Disclaimer losschicken, denn wir werden in der Folge, die ihr jetzt gleich hört, uns ein bisschen über den Inhalt von Stephen Kings The Stand unterhalten. Und da The Stand ein ziemlich massives, umfangreiches Werk ist, werden wir uns zu diesem Zwecke ein kleines bisschen an einer Inhaltsangabe entlanghangeln. Diese ist von kingwiki.de. Ich werde dieses kingwiki auch verlinken, damit ihr da gegebenenfalls mitlesen könnt. Auf jeden Fall wollten wir da nur darauf hinweisen, dass diese Texte zwar natürlich von uns entsprechend umgewandelt oder wie auch immer sind, aber dass wir uns da durchaus am kingwiki sehr orientiert haben und den Freunden von dort auch sehr herzlich dafür danken wollten. Wie gesagt, es ist damit überhaupt kein Copyright-Verstoß gemeint oder gewollt. Wenn es da irgendjemanden gibt, der sich daran stört, unter anderem vom KingWiki, dann sollen die sich entsprechend bitte bei uns melden. Wie gesagt, wir wollen damit niemanden schaden, wir verdienen auch damit kein Geld und es ist also in dem Sinne nicht kommerziell oder irgendwas. Aber wenn es trotzdem jemanden stört, dann soll er uns das bitte sagen. Wir werden uns dann auch daran halten. Ganz herzlichen Dank, liebe Grüße und bis gleich. König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Heute wollen wir mit euch endlich über The Stand reden. Und dazu begrüße ich wie immer den Jonas. Hallo. Unseren lieben Gast, den Rosenblut. Moin. Und den Flo. Hallo. Und ich bin wie immer die Dela und führe euch durch die ganze Sendung. Kurze Information vorweg. Diesmal wird es eine Mammutaufgabe. Wir sind da auch noch nicht so ganz uns einig, wie wir es machen. Aber ich denke, wir werden das im Laufe der Sendung finden. Und es kann passieren oder es wird passieren, dass wir diese Sendung in Teile splitten müssen. Wenn das passiert, dann werdet ihr das merken. Aber auf jeden Fall kriegen wir das hin, das Ganze vor dem Podstock noch zu veröffentlichen, damit ihr das euch anhören könnt. Also fangen wir jetzt an mit unserer bis jetzt größten Aufgabe und reden über The Stand. An dieser Stelle, lieber Flo, ich möchte dich um deine zeitliche Einordnung bitten. Wir befinden uns wieder im Jahr 1978. Die Kings wohnten zu der Zeit in Bangor, Maine. Die finanzielle Situation hatte sich schon stark verbessert. Und der Autor hat auch ein Angebot von seiner alten Universität in Orono akzeptiert und konnte dort zwei Seminare über kreatives Schreiben und über Literatur halten. Diese Literaturseminare beschäftigten sich natürlich hauptsächlich mit der Literatur, die King selbst schrieb, mit dem Horror. King war in den Jahren zuvor von dem Fall Patty Hearst beeindruckt gewesen und wollte darüber einen Roman schreiben. Patty Hearst war die Enkelin eines bekannten Medienmoguls in den USA, die entführt wurde und sich dann ihren Entführern angeschlossen hat. Und bei den Nachforschungen zu diesem Fall stieß King auf eine Formulierung über einen der Entführer, ein dunkler Mann ohne ein Gesicht. Und plötzlich hatte er so eine Idee für einen gewissen Bösewicht, dem wir heute begegnen werden. Das war so der erste Grundstein für The Stand. King begann The Stand schon zu schreiben, direkt nachdem er The Shining beendet hatte. Und das Buch sollte eigentlich Anfang 1978 auch erscheinen, aber das war so ein Mammutwerk, dass King diesen Termin einfach nicht einhalten konnte. Er konnte seinen Verlag Doubleday überreden, stattdessen eine Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht zu veröffentlichen. Das ist der Grund, warum wir uns da jetzt erst durchquälen mussten, bevor wir zu diesem Buch kamen. Und The Stand wurde dann erst Ende des Jahres 78 veröffentlicht. Jedoch nur in einer stark gekürzten Fassung. Die gab zwei Hauptgründe dafür. Erstens finanzielle, der Verlag war einfach der Meinung, dass für so ein dickes Buch der Preis hoch wäre und die Leute wären nicht bereit, so viel dafür zu bezahlen. Und es gab auch einfach technische Probleme, denn ein so dickes Buch zu produzieren, das war damals nicht möglich und eine zweibändige Ausgabe, das wollte man einfach nicht machen. Also hat King zähneknirschend zugestimmt und hat die Kürzungen selbst vorgenommen. Über 400 Seiten aus seinem Werk hat er gestrichen. Die Handlung von The Stand spielt in der nahen Zukunft. Bei der Originalveröffentlichung 1978 hat sie im Jahr 1980 gespielt. Als dann 1980 die Taschenbuchausgabe rauskam, hat King es nochmal überarbeitet und ins Jahr 1985 verlegt.
Und im Jahr 1990 bot sich dann die Gelegenheit, doch noch die ungekürzte Fassung zu veröffentlichen. King hat die Handlung komplett überarbeitet, hat alle gestrichenen Seiten wieder eingefügt und hat die Handlung in den Sommer 1990 verlegt. Er hat das Buch auch wirklich komplett nochmal durchgearbeitet und hat versucht, Anachronismen zu entfernen. Manche Sachen sind ihm dabei gelungen. Der Payday-Schokoriegel zum Beispiel, der in dem Buch eine wichtige Rolle spielt, den hat er 1980 in Milky Way geändert, weil Payday keine Schokoriegel mehr hergestellt hat. Und 1990 hat Payday diese Schokoriegel wieder hergestellt, also hat er alles wieder zurückgeändert auf den Payday-Riegel. Andere Sachen sind ihm nicht aufgefallen, zum Beispiel fährt Larry ein Auto einer Marke, ein neues Auto, das zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren nicht mehr hergestellt wurde. The Stand, das letzte Gefecht, erschien auch in Deutschland erst in einer gekürzten Fassung und dann in einer ungekürzten. 2016 erschien bei Heine nochmal eine komplette, teilweise neu übersetzte Neuausgabe mit mehr als 1700 Seiten. The Stand ist, ich kann euch jetzt beruhigen, ist nach wie vor das umfangreichste Buch in Kings Werk. Ja, ich denke, deswegen können wir das jetzt zurücklehnen und die nächsten Stunden Jonas zuhören, wie er uns seine Inhaltsangabe gibt. Ja, dann fange ich mal an. Ja, es bricht eine Supergrippe aus einem Labor in den USA aus, tötet so gut wie alle Menschen. Die restlichen Menschen der USA teilen sich in zwei Gruppen auf und eine davon fliegt in die Luft. Ende. Danke, Jonas. Das war eine sehr gute Inhaltsangabe. Ihr merkt schon, diese Folge gibt entsprechend viel Zeit für Aufnahme her. Deswegen können wir eigentlich den Inhaltsteil an dieser Stelle schon beenden. Und ich danke euch fürs Zuhören. Nein, natürlich nicht. Wir werden jetzt ein bisschen der Reihe nach durchgehen durch die einzelnen Kapitel, werden euch den Inhalt erklären. Bevor wir aber damit anfangen, wollen wir nochmal ganz kurz über die relevanten Charaktere reden. Das soll noch nicht die Charakterbesprechung sein, die dann später nochmal in Detail kommt. Es geht nur darum, um den Inhalt zu folgen, müsstet ihr schon mal ein paar Namen gehört haben. Wir haben gerade schon erwähnt, dass es zwei Fraktionen gibt. Und ja, generell ist es ein Buch, das sehr auf Dualität aufgebaut ist. Und deswegen möchten wir euch eben diese Charaktere kurz vorstellen. Wir haben einmal Franny. Das ist ein junges Mädchen. Ein bisschen naiv, ein bisschen anstrengend. Aber sie werden wir im Laufe der Geschichte noch kennenlernen. Sie gehört zur in Anführungsstrichen guten Seite. Und auf dieser guten Seite haben wir auch Stu Redman. Das ist so ein klassischer Held aus der Arbeiterklasse. Auch über den werden wir noch einiges zu erzählen haben. Dann haben wir außerdem in einer ja recht zweifelhaften, noch nicht ganz austangierten Rolle den Herrn Larry Underwood. Der ist, wie gesagt, im Laufe seiner Geschichte noch für beide Seiten erstmal offen. Und landet dann letzten Endes auf einer der beiden Seiten. Welche werden wir euch dann im Laufe der Geschichte verraten? Wir haben außerdem Nick Andros, einen jungen, sehr intelligenten, taubstummen Mann, der, glaube ich, ganz klar auf einer Seite zu verorten ist. Genau. Mehr oder weniger direkt in Verbindung mit Nick Andros steht Tom Cullen. Tom Cullen ist ein sehr sonderbarer Charakter. Er steht mehr oder weniger so ziemlich über dieser ganzen Geschichte von Gut und Böse. Denn er hat eine geistige Behinderung und ist in diesem ganzen System ein bisschen der Joker. Eine weitere Figur, bei der es nicht ganz klar ist, auf welcher Seite sie letztendlich landen wird, ist Harold Lauder. Das ist ein junger Mann mit geringem Selbstwertgefühl, der eine Wandlung durchmacht im Laufe der Geschichte. Wandlungen haben wir auch bei der Charakterin Nadine Cross. Diese ist so ein bisschen zu denken als Gegenbeispiel zu Franny. Sie hat allerdings auch am Anfang zwar eigentlich schon eine vorgezeichnete Karriere, hat aber immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie selbst die freie Wahl hätte. Keine Wahl mehr hat Lloyd Henreid. Der ist von Anfang an schon auf der Seite des Bösen. Viel mehr möchte ich von ihm noch gar nicht sagen. Ein weiterer Mensch, der eigentlich keine Wahl hat und nur innerhalb seiner Möglichkeiten agiert, das aber mit einer enormen Schlüsselrolle, ist unser Freund der Mülleimermann.
Und der Oberbösewicht ist eine Figur, der wir im Laufe der Geschichten von King noch öfter begegnen werden. Der Mann ohne Gesicht, Randall Flagg. Yay! Thank you, Link incoming. Egal. Der Gegenspieler für Randall Flagg ist Abigail, eine Amerikanerin, eine schwarze Amerikanerin, schon sehr betagt, ich glaube zum Zeit der Geschichte 103 Jahre alt, und sie lebt auf einer Farm und hat eine sehr enorme Schlüsselrolle innerhalb der Geschichte. Das sind die wichtigsten Figuren, wir werden auf andere noch eingehen, aber das dürfte soweit schon mal reichen, damit ihr wenigstens einen Überblick habt, wenn wir jetzt mit der großen Inhaltsangabe loslegen. Genau. Wie, gibt noch eine? Und für diese Inhaltsangabe möchte ich, damit wir gleich in die ganze Sache einsteigen, den Flo nochmal ins Wort bitten, denn er hat das Vorwort. Also King beginnt mit einer Vorbemerkung, das Buch, und erklärt ganz klar, dass das Werk ein Produkt der Fantasie ist und dass er viele der Orte erfunden hat und die Orte, die es tatsächlich gibt, da hat er sich Freiheiten genommen. Und dann beginnt er mit einem Vorwort in zwei Teilen. Das erzählt davon, was ich auch schon erzählt habe, dass das kein neues Buch ist, sondern dass das Buch schon 1978 erschienen ist und dass der Leser jetzt nicht enttäuscht sein soll, wenn er dieselbe Geschichte nur noch mal länger vorgekaut kriegt. Im zweiten Teil geht er auf die Gründe ein für die Neuauflage, warum es damals gekürzt war und wie er es jetzt wieder in seinen Ursprungszustand hergestellt hat. Genau, dann würde ich sagen, übergebe ich an dieser Stelle das erste Mal das Wort an den Rosenblut, denn der möchte uns das Intro der Geschichte vorstellen. Ja, das Intro heißt, der Kreis öffnet sich. Die Geschichte beginnt am 13. Juni in Kalifornien auf einem Militärstützpunkt. Hier wird die Flucht von Charles Campion mit seiner Familie von einem Militärstützpunkt im Norden Kaliforniens geschildert, auf dem es zu einem Virusausbruch kam. Wir haben ja gerade erfahren, dass es, wie gesagt, einen kleinen Zwischenfall in einer Militärbasis in der Nähe, also in der Wüste gab. Und diese Geschichte hat ja dazu geführt, dass der gute Mensch flüchten musste. Und unser Freund, der Charles Campion heißt, erreicht dann nach tagelanger Irrfahrt mit seiner Frau und seinem kleinen Kind die Kleinstadt Arnett im Osten Texas. Er ist, wie gesagt, schon enorm krank, er befindet sich schon im Delirium und hat dadurch auch so seinen Wagen so ziemlich überhaupt nicht unter Kontrolle mehr, weshalb er sich unkontrolliert einer Tankstelle nähert. Und diese Tankstelle gehört einem Menschen namens Bill Hapscop. Und ja, der hat so in seiner Tankstelle die obligatorischen Säufer zu Besuch. Seine Kumpels, nämlich Victor Palfrey und außerdem den schon benannten Stu Redman. Stu erkennt die Gefahr an dem Ganzen und empfiehlt, die Zapfsäulen schon mal auszuschalten, damit da keine Explosion stattfindet, wenn da was schief geht. Natürlich gehen die Dinge schief. Die Zapfsäule wird umgenäht, aber sie ist rechtzeitig abgeschaltet und deswegen gibt es keine Explosion. Die Leute bergen dann entsprechend den Fahrer bzw. die Familie. Der Fahrer lebt noch zu dem Zeitpunkt und fragt nach seinen Familienmitgliedern, wie es denen geht und so weiter. Es ist allerdings da schon zu sehen, dass die tot sind, aber man beruhigt ihn halt trotzdem und sagt, alles wird gut, alles ist in Ordnung. Jedenfalls, es wird dann ein Krankenwagen gerufen und unser Charles Campion wird dann abtransportiert. Allerdings schafft er es nicht mehr bis ins Krankenhaus, sondern stirbt noch während der Hinfahrt. Ja, dann kommen wir zum Kapitel 2. Und zwar spielt das in Ogunquit an der Atlantikküste und Franny, eine 21-jährige Studentin, trifft sich da mit ihrem Freund Jess am Strand, um ihm zu erzählen, dass sie schwanger ist. Der ist total überfordert mit der Situation. Sue zählt ihm alle Möglichkeiten auf, wie es weitergehen kann und will, dass er sich für eine entscheidet. Als er dann sagt, er möchte sie heiraten, lehnt sie aber ab. Es entwickelt sich dann ein Streit und beide verhalten sich ziemlich wie Arschlöcher. Und Jess bittet um Bedenkzeit und Franny fährt wieder weg.
Im dritten Kapitel kommen wir wieder zurück nach Arnett, Texas. Hier begegnen wir jetzt Norm Pruitt, einer von den Besoffenen von der Tankstelle. Der wird von seinen streitenden Kindern geweckt und hat so die ersten Symptome einer Grippe. Er hat Kopfschmerzen, er ist schlecht gelaunt und ach, es ist überhaupt nicht sein Tag. Er kommt so auf die Idee, es könnte dieselbe Krankheit sein, die dieser Campion hatte. Und wir begegnen auch anderen Leuten aus Arnett, wie Joe Bob Brentwood. Der besucht seinen Verwandten und bekommt mit, dass es Quarantänemaßnahmen der Regierung geplant sind. Sie rätseln über die Herkunft von Campion und auch andere Leute zeigen so die ersten Symptome. Kapitel 4. Major Starkey überwacht den Militärstützpunkt aus Kapitel 1 per Monitor. Er sieht tote Wissenschaftler und Soldaten. Hier auch den Gefreiten Frank D. Bruce, der tot in einem Suppenteller liegt. Sein Kollege Len Crichton betritt dann den Überwachungsraum und erzählt von seinen neuesten Erkenntnissen. In Arnett wurden die ersten Infektionen festgestellt und Quarantänemaßnahmen ergriffen. Jedoch ist ein Highway-Polizist namens Brentwood durch den halben Osten von Texas gezogen und muss einige Menschen angesteckt haben. Schließlich erfahren wir, dass sich auch der Projektleiter Wick Hammer das Leben genommen hat. Gut, damit wechseln wir schon wieder das Kapitel und wir lernen jetzt Laurie Underwood kennen. Denn dieser kommt um 6.05 Uhr in New York City an, um ein bisschen Zeit bei seiner Mutter Alice zu verbringen. Er kommt dort mehr oder weniger unfreiwillig an, denn er ist von seiner eigentlichen Heimat mehr oder weniger mit Schimpf und Schande davongejagt worden. Er hat eine Musikerkarriere gehabt, die ein bisschen den Bach runtergegangen ist, hat immer mehr Partys gefeiert, hat immer mehr Drogen genommen, hat Scheiße gebaut und Schulden gemacht. Und um eben dem Ganzen zu entgehen, hat er jetzt beschlossen, sich zu verdünnisieren und nach New York abzusetzen zu seiner Mutter. Er kommt also dort an und ist erstmal ein bisschen am Kotzen, denn wie sagt er so schön, die Stadt hat den Charme einer toten Hure. Und man sieht halt überall so zerfetzte Viecher und tote Ratten und tote Katzen und so weiter. Und es ist halt alles sehr, sehr unschön. Er wird dann von seiner Mutter begrüßt, durchaus distanziert und streng. Also es ist jetzt nicht so dieses warme Kinder-Mutter-Eltern-Verhältnis, das man sich so wünschen würde. Aber sie macht ihm Eier mit Speck und natürlich auch die dazugehörige Portion Schuldgefühle. Sie reden über die gemeinsame Vergangenheit und danach fällt Laurie todmüde ins Bett und schläft 18 Stunden lang durch. Ja, und dann kommen wir wieder zu Franny. Die kommt nämlich nach Hause, redet mit ihrem Vater Peter, der erzählt von Gott und der Welt. Und nach einer Weile erzählt sie ihm dann, dass sie schwanger ist. Ja, ihr Vater tröstet sie und rät ihr aber, die nächsten Tage ihrer Mutter erstmal nichts davon zu erzählen. Im Kapitel 7 begegnen wir Victor Pelfrey, einem weiteren Bewohner von Arnett. Der ist aber nicht mehr in der kleinen Ortschaft in Texas, sondern in Atlanta, Georgia, im Seuchenforschungszentrum, das manche vielleicht auch aus The Walking Dead kennen. Er wird diese Nacht nicht überleben. Ganz anders aber Stu Redman. Der liegt nämlich ein Zimmer nebenan und dem geht es relativ gut. Die Ärzte versuchen herauszufinden, woran das liegt. Stu versucht auch herauszufinden, wie er denn überhaupt hierher gekommen ist. Und er kriegt von den Ärzten und Schwestern keine Antwort. Er weigert sich, den Blutdruck messen zu lassen und er legt sich ja richtig mit den Ärzten an. Sie sagt auch, sie könnten ihm ruhig Tabletten ins Essen mischen. Das würde die Testergebnisse fälschen. Er würde ihnen nichts geben, solange sie ihm nicht sagen, was hier los ist. Und als er so tut, als würde er den Schutzanzug des Doktors zerreißen wollen, da erkennt er halt an der panikhaften Reaktion des Doktors, dass es wirklich was Ernsteres sein muss. Also es muss schlimmer sein, als er bis jetzt angenommen hatte. Er wird dann wieder allein gelassen und muss 40 Stunden warten, bis wieder ein Arzt kommt. Im 8. Kapitel wird erzählt, wie der State Trooper Joe Brentwood den Versicherungsvertreter Harry Trent ansteckt, welcher in den nächsten 2 Tagen danach 40 weitere Menschen ansteckt. Im 9. Kapitel treffen wir dann das erste Mal auf Nick Andrews. Nick Andrews ist ein sympathischer junger Kerl,
der sich gerade in der Nähe von Shoyo, Arkansas, rumtreibt. Und er läuft da so nichts an durch die Gegend und wird dann von Menschen böse misshandelt und verprügelt. Diese Menschen heißen Ray Wolf, Vince Hogan, Mike Childress und Billy Warner. Das Ganze geht relativ schnell und relativ böse. Er kriegt zwei Schneidezähne kaputtgeschlagen und wird auch sonst ganz schön vermöbelt. Ja, er kann halt leider nicht um Hilfe rufen oder anderes oder sich irgendwie großartig wehren, denn er ist leider taubstumm. Deswegen ist eigentlich die Chance ziemlich gering, dass er gerettet wird. Aber durch Zufall kommt ein Auto vorbei und der Fahrer, namentlich Dr. Soames, der rettet ihn dann halt aus dieser Situation, feuert die Bekloppten und ja, hilft ihm dann halt erstmal, ihn aufzupäppeln. Nick fällt halt mehr oder weniger in Ohnmacht durch diese ganzen Verletzungen und wacht dann auf einer Brücke in einer Gefängniszelle wieder auf. Diese gehört dem Sheriff Baker. Und ja, er legt dann halt so seine Situation dar, was da so richtig passiert ist, wo er herkommt, warum er nicht reden kann. Also er schreibt ihm das Ganze auf Zetteln auf. Das werden wir im Verlauf der Geschichte noch öfter sehen. Und Baker erkennt dann halt, dass Nick unschuldig ist und lässt ihn frei. Sie unterhalten sich dann bei einer Tasse Kaffee. Und ja, man merkt schon, dass unser Sheriff schon an ersten Symptomen von der Krankheit leidet. Und naja, es wird dann letzten Endes darauf hinauslaufen, dass der Sheriff erkennt, dass einer der Übeltäter sein Schwager Ray ist. Ja, man schmiedet dann einen Plan, wie sie diese Gang, diese Idioten da zur Strecke bringen können und ja, bleibt dann erstmal bei diesem Plan. In Kapitel 10 sind wir wieder bei Larry. Larry ist allerdings nicht bei sich, sondern wacht bei seinem One-Night-Stand auf. Während sie ihm Frühstück macht, bekommt Larry ein schlechtes Gewissen, weil er sich nicht bei seiner Mutter gemeldet hat. Als er sich dann überhastet auf den Weg macht, ruft sie ihm Beleidigungen hinterher. Unter anderem auch den Satz, du bist kein netter Kerl, der ihn seitdem verfolgt. Im 11. Kapitel meldet sich Larry dann bei seiner Mutter im Chemical Bank Building. Aber sie reagiert sehr kühl und abweisend. Er erklärt, dass er die Nacht beim Kumpel verbracht hat. Doch Alice Underwood glaubt ihm nicht. Gut, es ist ja auch eine Lüge. Für sie ist auch viel wichtiger, dass er die Kollegin Bonavax geklaut hat. Larry sagt ihr denn die Wahrheit, entschuldigt sich, aber sie bleibt doch relativ abweisend. Sie macht ihm Vorwürfe, er sei ein Egoist und er tauge nichts, Sätze, die Larry an diesem Tag ja schon gehört hat. Und er würde sie auch nur ausnutzen. Und nach dem Gespräch bittet sie ihn aber, dass er nicht wieder einfach verschwinden soll. Sie hätte was Gutes zu essen eingekauft. Sie versöhnen sich dann auch wieder. Larry gibt ihr einen Kuss, bekommt von ihr auch ein bisschen Geld, um ins Kino zu gehen. Und als er im Kino sitzt, fängt ein Mann hinter ihm an, ziemlich übel zu husten. Im 12. Kapitel sitzt Franny bei ihrer Mutter im Salon. Sie erzählt ihr, dass sie schwanger ist, woraufhin die Mutter einen Aufstand macht, sie beleidigt, sie schlägt, woraufhin dann wieder Frannys Vater Peter endlich mal für sie einsetzt und für seine Tochter einsteht. Genau. Als nächstes sind wir wieder zurück im Seuchenschutzzentrum bei Stu Redman. Und dieser sitzt gerade in einem Gespräch mit Dr. Dates über die Supergrippe. Das Interessante daran ist, dass diesmal Dr. Dates keinen Schutzanzug trägt, weil er glaubt, dass Stu nicht infiziert sein kann. Er gibt sich halt so generell relativ cool und gelassen, aber ja, er erzählt ihm auch, dass allerdings ein paar von seinen Kumpels da eben schon gestorben sind, rückt aber eben sonst überhaupt keine Informationen raus. Allerdings hast du schon den Verdacht, dass es eben entsprechend böse schon ist und dass alles nur vertuscht werden soll. Stu erklärt sich dann trotz alledem bereit, ja, die Tests über sich ergehen zu lassen und so weiter und so fort. Und Dates verlässt dann befriedigt vom Gespräch das Zimmer. In dieser Nacht träumt dann Stu das erste Mal von Mutter Abigail und Randall Flagg. Und das ist ein Schlüsselerlebnis. Ja, und Kapitel 14 schließt sich direkt daran an. Dr. Dyett sitzt nämlich dann am Abend rum und wertet die Begegnung mit Stu Redman aus und ja, nimmt das Ganze als Protokoll auf. Und er ist immer noch der Meinung, man sollte ja mit Stu auch mit Gewalt vorgehen, weil der sich immer noch weigert zu kooperieren so richtig.
Und ja, er macht sich immer noch ein bisschen Sorge, dass er kein richtiges Ergebnis mehr bekommt. Und ja, alles, was er bisher an Hoffnung hatte, das geht nicht gut aus. Die meisten evakuierten Personen aus Ennet sind gestorben. Und ja, inzwischen auch eine Eva Hodges, die anfangs auch immun zu sein schien, wie Stu, aber die zeigt auch jetzt die ersten Symptome der Grippe. Und ja, er bekommt jetzt allmählich zu dem Ergebnis, dass die Krankheit, ja, dass es eine neue Krankheit ist, von der er nichts weiß, und er hat Angst, dass es sich weiter ausbreitet, weil kein Arzt die Symptome von einer normalen Grippe unterscheiden kann. Wir bleiben in Atlanta und lernen in Kapitel 15 die Krankenschwester Patty Creer kennen. Die liest in einem Magazin und macht sich auf den Weg, ein paar der evakuierten Leute aus Annette zu versorgen. Und auf dem Weg zur Desinfektionsdusche niest sie dreimal kurz. Sie ist gedankenabwesend und missachtet die Regelung, jedes auch noch so kleine Symptom einer Erkältung direkt anzuzeigen. Ja, und so endet der 22. Juni. Im 16. Kapitel treffen wir dann Lloyd Henright und Pope Freeman, die sich gerade auf der Flucht befinden. Sie haben einen gestohlenen Wagen, im Gepäck ein Dutzend Schmuggelwaffen und etliche Pfund Rauschmittel. Kennengelernt haben sie sich in einem Gefängnis, wo Lloyd für eine versuchte Vergewaltigung saß. Der göttliche George schlug ihnen vor, die Schmuggelwaren nicht einfach nur abzuholen, sondern zu klauen und den Gewinn mit ihnen zu teilen. Aber sie haben die Löcher in dem Plan gefunden und bekamen es mit der Angst zu tun. Sie pokerisieren, also töten den göttlichen George und machen sich auf die Flucht. Als ihnen das Geld und das Benzin zu Ende geht, überfallen sie eine Tankstelle. Dort kommt es zu einer Schießerei, woraufhin Poke stirbt und Lloyd verhaftet wird. Genau, als nächstes sind wir dann wieder in unserem Forschungslabor, wo wir schon bei das Tor öffnet sich, der Kreis öffnet sich, angefangen haben. Hier sitzt Major Starkey immer noch in seinem Büro und observiert die nach wie vor abgeschütteten Laboratorien des Forschungszentrums. Frank D. Bruce liegt immer noch in seiner Suppe, allerdings hört sich jetzt endlich die Zentrifuge auf, sich zu drehen. Und ja, Major Starkey erinnert sich so an diverse lustige Vertuschungsaktionen und militärische Fehler der Regierung, unter anderem das My Lai-Massaker und eben diverse lustige andere Vertuschungsaktionen und Unrechtmäßigkeiten, die so von der Regierung und vom Militär vertuscht worden sind. In seinem Fall ist ihm natürlich jetzt bewusst, dass er nur eine Möglichkeit hat, und das ist die Zensur der Medien mit allen Mitteln, namentlich unter dem Projekt Troja bekannt, und er gibt dann entsprechend den Befehl, das Ganze einzuleiten. Auf einer Straße nach Houston, Texas, werden daraufhin ein Journalist und ein Fotograf von paramilitärischen Einheiten erschossen, damit eben wirklich die Existenz von Captain Trips, so nennen wir die Krankheit, dann nicht spruchreif wird. In Kapitel 18 sind wir wieder in Shoyo bei Nick Andros. Man erfährt, wie drei der vier Übeltäter verhaftet werden, die Nick so zusammengeschlagen haben. Sheriff Bakers Schwager ist inzwischen geflohen. Ja, dem Sheriff geht's immer schlechter. Nick macht sich Sorgen um ihn und übernimmt ein bisschen die Pflichten des Sheriffs. Also er hat Gelegenheit bekommen, sich ein bisschen Geld zu verdienen, indem er in dem Sheriffbüro aufräumt, ein bisschen streicht. Und da jetzt irgendwie alle krank sind, oder er der Einzige ist, der noch so einigermaßen was tun kann, soll er in dem Büro bleiben, auf die Gefangenen aufpassen und warten, bis die State Trooper kommen, um ihn abzuholen. Die zwei Häftlinge beschweren sich, dass sie Essen brauchen. Das bekommt er dann geliefert von einem Restaurant.
Und ja, einer der drei, der wird immer kränker und ja, Nick beschließt dann, einen Arzt zu suchen. Er trifft auch auf Doc Soames. Der ist auch total fertig. Er meint, er ist hauptsächlich überarbeitet, aber vermutlich ist es dann auch die Grippe. Und ja, er hat es dann nicht mehr für die Häftlinge Zeit. Und ja, Nick geht dann wieder zurück ins Gefängnis. Und ja, an dem gleichen Abend stirbt dann auch dieser Vince in seiner Zelle. Im 19. Kapitel kehren wir zurück nach New York. Wir haben mittlerweile den 23. Juni und auch Alice Underwood hat sich gesundheitlich stark verschlechtert. Larry bringt ihr Medikamente und einen Fernseher und entschließt sich, seine freie Zeit zu nutzen, das New York seiner Kindheit mal wieder anzusehen. Die Stadt hat jedoch jeglichen Zauber seiner Erinnerung verloren und Larry fühlt sich eigentlich mehr wie ein Tourist als wie ein Kind dieser Stadt. Er hätte Lust, ein neues Album aufzunehmen und wieder an die Ostküste zu fahren. Also ruft er Wayne Stuckey an, einen alten Freund, der ihm geraten hatte, sich ein bisschen abzusetzen. Er erreicht ihn aber nicht, er kommt nur mit einer alten Bekannten Arlene in Kontakt, die ihm erzählt, dass Wayne eine schwere Grippeerkrankung hat und nicht erreichbar ist. Außerdem erzählt sie ihm, dass an der Westküste viele Soldaten unterwegs wären, die für Ordnung sorgen. Und Larry wundert sich, denn die Zustände in New York sind noch lange nicht so schlimm wie in Kalifornien. Durch den erwähnten Code Troja gelangen aber nur sehr wenige Informationen an die öffentlichen Medien. Larry erfährt, dass Arlene ein Sparbuch mit $13,000 auf seinem Namen hat und er will es in der nächsten Woche abholen. Er will diese gute Nachricht seiner Mutter sagen, aber sie meldet sich telefonisch nicht, also fährt Larry wieder nach Hause. Sie öffnet auch nach mehrfachem Klingeln und Rufen nicht. Deswegen bricht Larry die Wohnungstür auf und findet seine Mutter auf dem Boden kauernd vor. Ihr geht es sehr schlecht, sie ist geistig verwirrt, bittet Larry, er soll seinen Vater aus der Kneipe abholen. Sein Vater ist schon vor vielen Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Und er bringt sie zurück ins Bett und ruft einen Krankenwagen. Aber die Leitung des Krankenhauses ist so sehr überlastet, dass er nur in einer Warteliste landet. Er beschließt also, das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Im 20. Kapitel sitzt Franny in einem Hotel, um der gedrückten Stimmung in ihrem Elternhaus zu entkommen. Sie bekommt in dieser Zeit drei Anrufe. Einen von ihrer Freundin, dass sie und das Baby bei ihr und ihrer Mitbewohnerin wohnen können. Einen von Jess, der wiederholt das Angebot macht, sie zu heiraten, was sie aber auch weiterhin ablehnt. Und von ihrem Vater, dass ihre Mutter an Grippe leide und es ihr schlecht geht. Drei Stunden später kommt dann noch ein Anruf von ihrem Vater, dass ihre Mutter jetzt im Krankenhaus liegt und er sie jetzt abholt, damit sie gemeinsam dahin fahren können. Ja, wir sind jetzt mittlerweile wieder im 21. Kapitel. In dieser Zeit, während wir die anderen Handlungen hatten, wurde Stu Redman vom Forschungszentrum in Atlanta nach Stovington gebracht. Er macht sich jetzt wirklich langsam ernsthafte Sorgen, dass das alles noch gefährlicher zu sein scheint, als er angenommen hat. Er ist selber von der Außenwelt ziemlich abgeschlossen und kriegt natürlich von dem ganzen Elend nicht so viel mit. Aber er vermutet eigentlich das Schlimmste und geht eigentlich auch schon davon aus, dass Dr. Deitz und Dr. Denninger quasi seine zwei Erzbösewichte schon tot sein könnten. Die Krankenschwestern werden jetzt schon mit geladenen Waffen begleitet und führen mehr oder weniger verzweifelt und ziellos Tests mit ihm durch, aber es hat natürlich relativ wenig Sinn und wenig Hoffnung. Er hört allerdings in den Nachrichten von verschiedenen Grippewellen, die im Süden und Osten der USA eingetreten sind und von Soldaten einsetzen, allerdings immer noch nichts Genaues. Er vermutet also auch hier wieder, dass es wirklich fadenscheinige Begründungen sind, zum Beispiel ungefährliche Reaktorprobleme und solche Dinge. Also er ist schon sich im Klaren darüber, dass hier was vertuscht werden soll. Ja, Kapitel 22, wir sind wieder in dem Forschungslabor, wo die Grippe überhaupt hergestellt wurde. Major Starkey wird abgesetzt und von seiner Aufgabe entlassen. Er erinnert dann seinen Nachfolger Len Creighton daran, er soll den Code Romfeld zu aktivieren, der dafür sorgt, dass das Virus auch woanders auf der Welt freigesetzt wird, damit es nicht so auffällt, dass es aus den USA kommt, sondern es hätte globale Ursachen gegeben.
Ja, anschließend verabschiedet er sich, geht dann in den abgesicherten Bereich des verseuchten Labors. Dann dem Soldaten, der die ganze Zeit mit dem Gesicht in der Suppe lag, dieses aus der Suppe rauszieht. Dann setzt er sich neben die anderen Toten und erschießt sich. Ich würde sagen, wir können jetzt mal hier schon kurz auf die Handlung eingehen, denn im nächsten Kapitel kommt ein wichtiges neues Element dazu. Was denkt ihr denn bis jetzt? Wir haben jetzt unsere vier Helden kennengelernt und von unseren Gegenspielern bis jetzt erst einen. Wie schätzt ihr die Geschichte bis jetzt ein? Also, wie gesagt, mir gefällt die Geschichte, es ist halt eins meiner Lieblingsbücher. Ich fand die Idee mit der Supergrippe immer fantastisch. Ich fand auch eben diesen, ich sag mal, sozialkritischen bzw. regierungskritischen Teil ja nicht unrealistisch, dass dann wirklich alles daran getan wird, das Ganze zu vertuschen. Was allerdings wirklich ein krasses Element war, wo ich mich auch damals beim ersten Lesen schon, wo ich echt geschluckt habe, war wirklich dann diese Maßnahme, dass da das Virus auch in anderen Teilen der Welt ausgesetzt werden soll oder wird, um eben zu vertuschen, dass es aus den USA kommt. Das fand ich damals schon sehr krass und sehr beachtlich. Mir gefällt auch, wie diese Geschichte aufgebaut wird. Man fängt klein an einem Ort und man erkennt richtig, wie dieses Virus sich immer weiter verbreitet. Ich komme ja später auch noch Kapitel, wo man das genau beschrieben bekommt. Aber man hat jetzt in diesen ersten Kapiteln schon einen richtig guten Eindruck, wie das abläuft. Ja, das ist alles ziemlich erschreckend, wie schnell das gehen kann, wie sich ja so eine Epidemie ausbreitet. Das, ja, finde ich, ist auch wirklich gut beschrieben. Pandemie. Nicht Pandemie, wären ja mehrere Erdteile. Und da ist es ja noch in den USA. Naja, wir haben es ja jetzt aber gerade im letzten Kapitel ausgesetzt. Ja, aber das, ja, schon. Vor allem muss man sich vor Augen führen, wir haben die Geschichte am 13. Juni begonnen und sind jetzt am Ende des 24. Juni. Es geht rasend schnell. Was haltet ihr denn so von der ganzen zwischenmenschlichen Komponente bis jetzt? Die wird ja später noch deutlich wichtiger, aber wir haben ja jetzt schon eine ganz gute Charakterzeichnung von den Menschen, die wir bis jetzt haben. Eben den von seiner Familie genervten Tankstelleninhaber und seine Kumpels und so weiter. Wir haben die obligatorische, kriselnde jüdische Familie bei Franny Goldsmith und ja, die Mutter, die halt nicht so richtig mit der Situation klarkommt. Wir haben die Geschichte mit der unehelichen Schwangerschaft und all dem Blödsinn. Larry Underwood mit all seinen Problemen. Was haltet ihr denn von der zwischenmenschlichen Komponente? Also ich muss sagen, mir gefallen die Figuren bis jetzt alle ziemlich gut. Wir hatten ja schon öfter gerade so mit zwischenmenschlichen Sachen Probleme mit dem, was King so beschrieben hat. Aber hier geht mir noch keiner auf den Sack. Gut, Frannys Mutter ist jetzt ein sehr nerviger Charakter, da gehen wir später noch genauer drauf ein. Aber sie kommen mir alle recht real vor. Und ich, bis jetzt habe ich noch keinen Moment gehabt, in dem ich mich irgendwie gelangweilt habe und gedacht habe, ach, nee, nicht diese Handlung schon wieder oder sowas. Also, ich hatte bis jetzt auch noch keine Figur außer Stu Redman, die mich jetzt richtig gestört hat. Was stört dich an Stu? Ich finde, der wird schon zu sehr als der Held, der irgendwie zu viel weiß, zu viel den Tag rettet, beschrieben. Das finde ich irgendwie noch nicht ganz durchdacht. Ja, außer Stu haben halt alle ja, positive und negative Seiten. Und von Stu erfährt man bisher nur das Positive und wie, ja, wie toll er ist. Oder ja, ich sag mal, man merkt ihm noch keine Schwächen an. Er ist halt wirklich das Urbild des amerikanischen Heldes. Genau. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit Kapitel 23. Da kommen wir nämlich zum Urbild des amerikanischen Bösewichts. Wir lernen Randall Flagg kennen. Wir haben jetzt mittlerweile den 25. Juni und Flagg ist auf der US 51 unterwegs. Er wandert da in Richtung Süden und wird bald nach Nevada kommen. Er ist sehr amerikanisch gekleidet. Er trägt Cowboystiefel, Nietenjeans, eine Baumwolljacke und er hat Dutzende Bücher, Zeitschriften und Flyer bei sich. Er hat Buttons an seiner Jacke und er scheint ein Mann mit
sehr viel schwarzem Humor zu sein. Er besorgt sich bei einem Mann neue Ausweispapiere und er wird immer beschrieben, dass er grinst wie ein Verrückter. Und wer dieses Grinsen sieht, der verliert entweder seinen Verstand oder wird zu Flecks willigem Diener. Man erfährt ein bisschen darüber, wo Fleck herkommt. Er hat vor 2 Tagen in Laramie, Wyoming, einer Gruppe Extremisten geholfen, ein Kernkraftwerk in die Luft zu sprengen. Aber jetzt hat er keine Zeit mehr für solche Späßchen. Irgendetwas Großes liegt in der Luft, wir wissen ja auch was. Und Fleck will das Chaos, das die Supergrippe Captain Trips bringt, jetzt für seine Zwecke nutzen. Er will irgendwas Großartiges machen. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Ja. Im 24. Kapitel sitzen wir mit Lloyd Hendrick wieder im Gefängnis. Er beschwert sich nicht. Das Essen ist besser als im letzten Gefängnis. Die Mitgefangenen feiern ihn für seine Taten. Sein Anwalt verklickert Lloyd, dass die Todesstrafe zwar unausweichlich ist und seine Aufgabe darin sieht, das Datum dafür nur möglichst weit nach hinten zu schieben. Das will er erreichen, indem er den toten Poke die ganze Schuld zuschiebt und der Lloyd mit Waffengewalt dazu gezwungen hat, mitzumachen. Lloyd lässt sich auf das Spiel ein. Dann sind wir an dieser Stelle schon im 25. Kapitel. Denn hier sind wir wieder bei Nick Andrews, wieder in Shoyo, wie auch immer. Und er muss relativ entsetzt zuschauen, wie um ihn rum die ganze Stadt an der Supergruppe stirbt. Unter anderem ist sein Sheriff John Baker, den er mittlerweile sehr lieb gewonnen hat, gestorben. Aber auch seine Frau Jane, also nicht die Frau von Nick, sondern die Frau des Sheriffs, Jane, liegt jetzt auch im Sterben und ist schwer krank. Er kann natürlich ihr Stöhnen und so weiter nicht hören, aber es lässt sich halt eindeutig sagen, dass es ihr echt nicht gut geht und dass das alles nicht gut ist. Aber er hat natürlich immer noch seine Häftlinge, für die er verantwortlich ist. Und naja, die betteln halt mehr oder weniger darum, dass sie freigelassen werden und so fort. Blöderweise hat er allerdings natürlich seinem verstorbenen Freund Sheriff Baker versprochen, die eben nicht freizulassen. Und daran versucht er sich auch eben entsprechend zu halten. Er versucht dann eben ein bisschen Essen zu organisieren und so weiter und so fort. Er versucht auch medizinische Hilfe zu organisieren, stellt dabei allerdings fest, dass eben auch der Doktor schon außer Gefecht ist und dass die Straßen voller Leichen sind, die verwesen und so weiter und so fort. Also er erkennt, dass es eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr hat. Am Ende kommt er wieder zurück in sein Gefängnis und stellt fest, dass jetzt auch Billy tot ist. Und der letzte verbliebene Häftling Mike entschuldigt sich daraufhin für das, was er nicht angetan hat, also eben für diese Prügelei und so weiter, woraufhin der ihn dann endlich freilässt. Jetzt hat er seine Häftlinge los, jetzt muss er sich um die Frau des Sheriffs noch kümmern. Er verbringt den ganzen nächsten Tag bei ihr, sieht die Nachrichten, wo immer wieder versucht wird, die Nachrichten runterzuspielen, die Krippe runterzuspielen und so weiter. Es wird nichts wirklich gezeigt, also keine Bilder oder keine Filmaufnahmen. Darüber wundert er sich sehr. Aber er kommt eigentlich nicht lange dazu, sich da über Dinge zu wundern, denn am selben Tag stirbt eben auch Jane, die Frau. Und ja, er ist jetzt ziemlich verzweifelt und entspricht ihrem letzten Wunsch, dass er sie in ihr Hochzeitskleid kleidet und zum Bestattungsinstitut trägt, das aber natürlich nicht mehr bedient wird, großartig. Ja, im nächsten Kapitel, das hat keine durchgehende Handlung, sondern es werden ein paar Versuche und andere Reaktionen auf die Supergrippe beschrieben. Ich trage mal ein paar exemplarisch vor. Ein vom Militär kontrollierter Fernsehsender überwindet die Kontrolle und berichtet unzensiert. Und etwa 2 Stunden später wird er dann in die Luft gesprengt vom Militär. Ein Radiomoderator wird von Sergeant Peters vor laufendem Mikrofon erschossen, weil er Telefoninterviews zur Seuche gemacht hat. Anschließend wird Peters dann von seinen Untergebenen erschossen und die haben sich vorher geweigert, den Moderator zu töten. Und in Boulder, Colorado fliehen die meisten Einwohner, weil es Gerüchte gibt über biologische Waffentests in dem Meteorologischen Institut vor Ort. Das wird später noch wichtig, warum dann so viele Leute in Boulder nicht mehr da sind. Das war's jetzt so mit den
Im 27. Kapitel kehren wir nach New York zurück. Wir haben mittlerweile den 27. Juni und Larry sitzt auf einer Bank im Central Park und beobachtet die Tiere aus dem New Yorker Zoo. Viele der Tiere leben noch, aber so wie es aussieht, scheinen auch die Affen infiziert zu sein. Im Hintergrund laufen andere Leute rum, unter anderem ein Mann, der ständig schreit und die Ankunft böser Monster verkündet. Larry erinnert sich daran, dass seine Mutter am 24. auch an den Folgen der Krankheit verstorben ist. Sie und viele andere in diesem Krankenhaus konnten gar nicht behandelt werden, weil einfach kein Platz mehr war, keine Leute mehr da waren. Er hat ja einen Zettel mit dem Namen, Anschrift und dem Alter an ihre Bluse geheftet, hat ihr einen Abschiedskuss gegeben und ist weinend aus dem Krankenhaus gegangen. Nachdem am Mittag dieses Tages auch der Affe stirbt, macht Larry dann im Park die Bekanntschaft mit einer weiteren wichtigen Frau, mit Rita Blakemore. Das ist eine ältere Dame, die wirklich vornehm wirkt. Und sie und Larry verstehen sich eigentlich ganz gut. Sie unterhalten sich über den Monsterschreier und über andere Gefahren, die nun in diesem ja schon ziemlich verwüsteten und verlassenen New York auf sie lauern könnten. Und Rita zeigt Larry eine Waffe, die ihrem verstorbenen Mann gehört hat. Und er hat sie zur Selbstverteidigung gehabt und Rita feuert diese Waffe nun zum ersten Mal in ihrem Leben ab. Ein Testschuss, ob sie funktioniert und ob sie sich damit beschützen kann. Im 28. Kapitel stirbt Frannys Vater. Vorher gibt es noch eine Stadtversammlung, wo es zur Diskussion kommt, was zu tun sei, und man einigt sich darauf, Barrikaden zu errichten, um die Flüchtlinge abzuhalten. Franny will ihren Vater im Garten begraben, als Harold Lauder vorbeikommt. Franny mag Harold Lauder so eigentlich nicht und möchte nicht, dass er dabei ist. Sie wird ihn jedoch erst los, als sie ihm ein Okay gibt darauf, dass sie gemeinsam die Stadt verlassen. Fran beerdigt dann ihren Vater in seinem guten Anzug. Danach träumt sie von Randall Fleck, wie er mit einem Kleiderbügel eine Abtreibung bei ihr vornehmen will. Im 29. Kapitel sind wir wieder zurück in Storrington bei Stu Redman und seinen Widersachern. Er kriegt gerade seinen Fernseher weggenommen, damit eben auch er nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwelche Nachrichten anzuschauen und so weiter und so fort. Dabei wird Dr. Elder ist halt dabei und hat in eine Plastiktüte gewickelte Pistole an sich und bei sich, um eben zu sicher zu gehen, dass Stu da keinen Blödsinn macht. Er sieht halt schon aus den Schornsteinen und so weiter und so fort und dass der Verkehr immer weniger wird, dass entsprechend die Stadt wirklich immer mehr ausstirbt und da nicht mehr viel zu retten ist. Und also es ist auf jeden Fall eindeutig, dass eigentlich schon da keine Hoffnung mehr besteht. Und deswegen vermutet Stu Redman, dass er jetzt auch entsprechend entbehrlich ist, dass auch die Supergrippe vor dem Personal des Zentrums nicht halt gemacht hat. Und dass es jetzt bald zu Ende gehen wird mit ihm. Und dass er höchstwahrscheinlich aus dem Weg geräumt werden soll. Und deswegen muss er sich jetzt ein bisschen überlegen, wie er doch am Leben bleibt am besten. Am Abend des 27. Juni ist es dann soweit, dass Elder wieder in Stu's Zelle kommt. Und dieser hat sich darauf schon ein bisschen vorbereitet. Er geht eben wirklich davon aus, dass er erschossen werden soll, um eben kein Zeuge übrig zu bleiben und so weiter. Er legt sich dann mit dem Dr. Elder an und mit einem ziemlich simplen Ablenkungsmanöver gelingt es ihm dann, diesen Doktor zu überlisten und ihm die Pistole aus der Hand zu schlagen. Es folgt dann entsprechend eine kleine Prügelei, die dann Stu letztendlich für sich entscheiden kann. Liegt unter anderem daran, dass eben die Wachmänner und so weiter auch alle schon selbst an den Folgen der Grippe leiden. Es gelingt ihm also, die Pistole zu erobern, es gelingt ihm, Elder zu erschießen und aus seinem Zimmer zu flüchten. Er sucht dann aus diesem riesigen, toten Gebäudekomplex, das sehr labyrinthartig aufgebaut ist, einen Ausgang und findet unter anderem während dieses Weges in einer Zelle seinen Freund Victor Pelfoy. Der ist zwar noch am Leben, ihm geht's aber ziemlich beschissen. Und er bittet Stu dann, ihn zu erschießen, um eben dieses Endstadium der Krankheit zu beschleunigen.
aber Stu bringt das nicht fertig und rennt weg. Er läuft an diversen Räumen und Labors vorbei. An dieser Stelle sei freundlich angemerkt, auf einem der Labors steht ein Zettel, bis auf weiteres geschlossen, Randall. Wer könnte das wohl sein? Und erreicht dann letzten Endes einen Ausgang. Er muss dafür noch einen Fahrstuhl benutzen, aber dieser stürzt entgegen seiner Befürchtungen nicht mit ihm ab und es stellen sich ihm auch keine Wachmänner mehr in den Weg, die bewaffnet sind. Und deswegen kann er dann den Ausgang erreichen und ist frei. Ja, dann gibt es einen Blick auf Stus Heimatstadt, Annette. Die hat sich in eine ziemliche Geisterstadt verwandelt. Es liegen leicht von Soldaten und Zivilisten herum. Ein Haus ist explodiert, weil das Gas am Herd eingestellt war und die Klimaanlage einen Funken verursacht hat. Und überall streuen Katzen umher, die offenbar immun gegen das Virus sind. In Kapitel 31 lernen wir in Mountain City jetzt Kit Bradenton kennen. Dem geht's auch schon nicht gut. Der leidet unter schwerem Fieber, hat ganz wirre Träume. Und plötzlich taucht in seinem Schlafzimmer ein Mann auf, den er als Richard Fry kennt. Wir kennen ihn mittlerweile schon als Randall Flagg. Und dieser weckt ihn erstmal auf, indem er ihm einen Eimer Wasser über das Bett kippt. Flagg ist wie immer gut gelaunt. Er springt über das Bett, bleibt da schweben, das Eimer aus dem Wasser auch für kurze Zeit. Und Flagg fragt ihn nach den genehmigten Papieren und dem Wagen aus seiner Garage. Der Todkranke erklärt Flagg dann, wo er das Auto finden kann. Und dieser sinkt dann auf ihn herab und raubt ihm den Atem für immer. Flagg sucht dann den Wagen auf und macht sich mit ihm weiter auf in Richtung Süden. Im 32. Kapitel sitzt Lloyd weiterhin im Gefängnis und denkt darüber nach, auszubrechen. Immer mehr Insassen, aber auch Wärter leiden an der Supergrippe. Zu Lloyds Glück auch der Richter, der ihn verurteilen soll. Da immer weniger Wärter zur Arbeit kommen, hebt sich Lloyd Essensrationen auf, da er befürchtet, dass bald keine mehr da kommen werden. Außerdem montiert er ein Bein von der Bank in seiner Zelle ab, weiß aber zunächst nicht, wie ihm das helfen soll, auszubrechen. Später erschlägt er damit eine Ratte, die am Bein seines toten Zellennachbarn knabbert. Er legt sie unter seine Matratze für schlechtere Zeiten. Gut, als nächstes sind wir jetzt wieder zurück in Shoyo. Hier, und wir erinnern uns an Ray Booth. Das ist der Übeltäter, der Nick unter anderem zusammengeschlagen hat und der Schwager des Sheriffs ist. Dieser kehrt nach einer tagelangen Odyssee durch die Wälder zurück in seine Heimatstadt. Er ist selber schon von der Supergrippe infiziert, aber er ist sich durchaus bewusst, dass er jetzt bald sterben wird. Ist ihm aber relativ egal. Das Einzige, was ihm noch wichtig ist, dass er diesen gehassten Nick Andrews mitnehmen möchte. Er attackiert also Nick aus dem Hinterhalt am 29. Juni. Und dieser ist erstmal ein leichtes Opfer grundsätzlich, weil er eben taub ist und ihn nicht kommen hört. Er versucht, den zu erwürgen, aber Nick leistet Widerstand. Und ja, es kommt dann letzten Endes zu einem Handgemenge und so weiter und so fort. Im Laufe dessen stolpert der Angreifer über eine Kerze und Nick kommt dazu, zu versuchen, Ray zu erschießen. Das klappt allerdings erstmal nicht so richtig, denn er schießt sich dabei aus Versehen selber ins Bein und bekommt dann auch noch die Daumen von Ray ins Auge. Aber beim zweiten Versuch gelingt es dann, ihn zu erschießen und ja, sich seines Problems zu entledigen. Ja, in Kapitel 34 lernen wir Donald Mervyn Albert kennen. Und der liebt es seit seiner Kindheit, Dinge zu verbrennen oder in die Luft zu jagen. Unter anderem auch Mülleimer, was ihm dann den Namen Mülleimermann eingebracht hat. So wird er auch fortwährend oder ab da genannt. Ja, nachdem er eine Kirche niedergebrannt hat, kommt er ins Gefängnis. Und er ist dann nach der Epidemie der einzige Überlebende und kann aus dem Gefängnis entkommen. Und die erste Handlung in Freiheit ist, dass er Öltanks einer Raffinerie in die Luft sprengt, die er während seines Gefängnisaufenthalts die ganze Zeit schon sehen konnte. Dabei bricht er sich ein Handgelenk und ja, bekommt fiese Verbrennung ab. Wir kehren zurück nach New York, doch Larry und Rita möchten die Stadt langsam verlassen, denn ohne Strom und ohne funktionierende Klimaanlagen
wird so eine Stadt voller verwesender Leichen wahrscheinlich jetzt im Sommer bald entsetzlich stinken. Sie entscheiden sich, so Richtung Nordwesten zu gehen, vielleicht in die Neuengland-Staaten. Vielleicht können sie in Maine ein schönes Haus am Meer finden. Während sie das überlegen, merkt Larry mehr und mehr, wie unselbstständig Rita ist. Sie geht ihm langsam doch auf die Nerven. Sie möchte eigentlich, dass er alles entscheidet, ihr sagt, was sie tun und lassen soll und auch, was sie denken soll, so wie das ihr verstorbener Mann auch immer für sie gemacht hat. Unterwegs besorgt sich Larry auch noch ein Gewehr. Und er merkt auch, dass Rita, die für die Reise auch nur Sandalen anhat, das Ganze nicht so wirklich ernst nimmt. Sie vergleicht, auch wenn Dela mich jetzt hauen wird, sie vergleicht diese Reise mit der Reise der Hobbits aus dem Auenland in Herr der Ringe. Unterwegs gibt es dann auch weitere Zwischenfälle. Und als Rita dann über Fußschmerzen klagt, kommt es dann zum Streit zwischen den beiden. Sie sagt, es soll doch ohne sie weitergehen und Larry dreht sich einfach um und geht. Er denkt, die wird jeden Moment wieder hinter mir herkommen, aber Rita bleibt weg. Larry macht sich Sorgen, ruft nach ihr, doch sie ist verschwunden. Larry versucht dann New York über den Lincoln-Tunnel zu verlassen. Er hat zwar Schuldgefühle wegen Rita, aber er will auch nicht länger warten. Er muss im Tunnel über zahlreiche Leichen und Autos klettern und muss sich dadurch damit am Feuerzeug orientieren, weil es kein Licht gibt. Und plötzlich hört er Geräusche hinter sich. Dann Rita ist doch zurückgekommen und sie scheint ihm verziehen zu haben, dass er sie einfach hat stehen lassen. Die beiden kämpfen sich durch bis zum anderen Ende des Tunnels und müssen feststellen, dass nicht nur New York von der Supergrippe betroffen war, denn soweit sie sehen können, sind alle Straßen voll mit Autos und Toten. Am Morgen des 28. Juni fällt in Ogunquit der Strom aus. Nur noch Fran und Harold scheinen am Leben zu sein. Fran fühlt sich für ihn verantwortlich, da er der kleine Bruder ihrer besten Freundin war. Sie beschließt, ihn zu besuchen. Sie findet ihn dann anschließend, wie er in Shorts bekleidet den Rasenmäher durch den Garten schiebt, wobei Schieben er ein Rennen darstellen soll. Das ist wohl seine Art der Trauerbewältigung. Er erzählt ihr später von seiner Familiengeschichte und dann seinen Plan, ins Seuchenzentrum nach Stovington, Vermont zu fahren. Franny stimmt dem allen zu und Harold malt dann noch die Reiseroute auf ein Scheunendach. Genau. Wir sind jetzt in dem Ziel, wo Franny und Harold hinwollen, nämlich im Seuchenzentrum von Vermont. Denn da ist ja Stu Redman gerade freigekommen und hat jetzt beschlossen, nach Osten zu wandern, in der Hoffnung, das Meer zu erreichen. Denn er als Texaner hat das so wohl noch nie gesehen und denkt sich, es ist eine gute Gelegenheit am Ende der Welt. Warum denn nicht? Auf dem Weg auf der Route 302 stößt er auf etwas Ungewöhnliches, nämlich einen Hund. Eigentlich dachte er, dass alle Hunde an der Supergrippe gestorben wären, aber der Hund namens Kojak scheint da eine Ausnahme zu bilden. Er führt ihn dann zu seinem Herrchen, der heißt Glenn Bateman und ist ein alter Soziologe. Ja, letzten Endes freunden sich die beiden an, reden so ein bisschen und so weiter und so fort. Glenn verbringt seine Tage damit, Gemälde zu malen. Er ist damit ziemlich schlecht, aber es macht ihm halt Spaß und er hat ja um die Zeit nichts anderes zu tun. Sie setzen sich also zusammen und trinken Bier und reden über alles, was sie so erlebt haben und philosophieren unter anderem über die Ursache der Grippe, aber eben auch über alles, wie es dann weitergehen soll, über den Aufbau und Untergang von Zivilisationen, über Gesellschaften und so weiter und so fort. Und ja, Glenn sieht das Ganze eigentlich so ein bisschen als, ja, lustiges Experiment. Wir sehen mal, wie es ausgeht. Er hat eine recht interessante, relativ zynische Weltsicht, scheint aber ein durchaus angenehmer Mitmensch zu sein. Der Schlüsselmoment hier ist aber, dass Glenn auch Stu erzählt, dass auch er von Träumen vom dunklen Mann hat, also von Randall Flagg. Und Stu sagt aber dazu erstmal nichts, sondern nimmt das nur zur Kenntnis. Ja, in Kapitel 38 wird die zweite Sterbewelle beschrieben, die allerdings nicht direkt durch die Grippe verursacht ist. Ich bringe hier wieder mal ein paar exemplarische Beispiele. Arthur Stimson, der tritt nach dem Schwimmen auf einen rostigen Nagel und entzündet sich den Fuß, bekommt Wundbrand und bei dem Versuch, den
ja, Fuß zu amputieren, verliert er das Bewusstsein und verblutet. Oder paranoide Frau namens Irma, die hat Angst, von einem herumlaufenden Hippie vergewaltigt zu werden. Sie glaubt, sie sind die einzigen Überlebenden auf der Welt. Sie möchte ihn erschießen, allerdings explodiert ihre Waffe und tötet sie sofort. Und ein Farmer, der an einem Schlangenbiss stirbt, weil ja es einfach keine Versorgung mehr gibt, keine medizinische Versorgung. Im 39. Kapitel, wir haben mittlerweile den 4. Juli, sitzt Lloyd Henry weiter im Gefängnis. Er hat seine gefangene Ratte mittlerweile aufgegessen. Er hat auch an seinem Zellennachbarn Tresk bereits rumgeknabbert. Und plötzlich kommt Leben in diese Gefängniszeile. Randall Flagg, der dunkle Mann, taucht auf, ist wie immer gut gelaunt und macht Witze über Lloyds Zustand und über den der Welt. Er fragt auch, wie den Bruder Ratte geschmeckt hat und wer den Tresk Schenkel angeknabbert hätte. Und dann macht Flagg ihm ein Angebot. Er würde einen Schlüssel bekommen, wenn Lloyd ihm ein Versprechen gibt. Lloyd hat zwar keine Ahnung, wie dieses Versprechen aussehen soll, aber er stimmt zu. Und plötzlich kann er mit seinen Kräften die Gitterstäbe einfach verbiegen, als wären sie aus Knete, und er ist frei. Und um den Pakt zu vollenden, überreicht Flagg ihm einen schwarzen Stein mit einem roten Symbol drauf, einem Schlüssel. Nick träumt schlecht, als er sich von seiner Auseinandersetzung mit Ray erholt. Zuerst von Flagg, dem er sich verweigert, dann von Abigail, wo er sich geborgen fühlt und die ihn zu sich ruft. Er schnappt sich am 3. Juli sein Fahrrad, um nach Nebraska zu fahren. Genau, zur gleichen Zeit, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade beim 4. Juli, also dem Unabhängigkeitstag. Da sind wir wieder in New York, beziehungsweise außerhalb von New York. Hier tritt Larry Underwood aus seinem Zelt heraus und begrüßt den Morgen mit der amerikanischen Nationalhymne, denn es gibt Traditionen, die müssen auch bei Weltuntergang gepflegt werden. Wie gesagt, er hat gerade mit Rita das Zentrum von New York verlassen und reist jetzt durchs Umland, um weiter nach Nordosten bis Bennington, Vermont, an die Atlantikküste zu kommen. Er kommt dann zurück zu seinem Zelt, nachdem er pissen war und seine Nationalhymne gesungen hat. Und ich sag mal, hat Notstand. Deswegen möchte er gern Rita wecken, um die Situation zu nutzen. Aber stellt dann aufgrund eines durchaus sauren Geruches fest, dass Rita tot ist und sich mit einer Überdosis Tabletten umgebracht hat. Sie ist also in der Nacht an ihrem Erbrochenen erstickt und hat mehr oder weniger er das Ganze gar nicht gemerkt, obwohl er neben ihr gepennt hat. Er macht sich deshalb schwerste Vorwürfe, weil er ihr eben auch nicht unbedingt freundlich war und so weiter und so fort. Und wieder bewahrheitet sich eben der Spruch, er war kein netter Kerl. Er besorgt sich daraufhin neue Klamotten in der Hoffnung, den Gestank des Erbrochenen loszuwerden, was auch für ihn so ein bisschen ein symbolischer Neuanfang ist, und fährt mit seiner Harley dann weiter. Dabei ist er allerdings so neben sich, dass er fast einen Unfall baut, wobei er sich eigentlich hätte den Hals brechen müssen. Aber wie immer hat er mehr Glück als Verstand und es passiert ihm nichts weiter. Naja, er denkt dann so ein bisschen drüber nach und wünscht sich eigentlich die Gesellschaft eines anderen Menschen, nachdem jetzt seine Begleiterin gestorben ist. Und hört, glaubt er, auch Geräusche, aber er kann sie nicht so richtig einordnen und bekommt natürlich mehr Angst als Gesellschaftsbedürfnis. Er richtet dann sein Gewehr in die vermeintliche Richtung, aber seine Verfolger zeigen sich nicht. Ja, in Kapitel 42 bekommen wir mit, wie Stu Glenn Bateman wieder verlässt. Der kann sich nicht so wirklich durchringen, mitzukommen. Und Stu trifft dann auf Franny und Harold. Stu erzählt, dass sich in dem Seuchenzentrum, in was die beiden wollen, nur noch Tote befinden. Und Stu möchte sich den beiden aber trotzdem anschließen. Harold wird sofort eifersüchtig und kann aber von Stu beruhigt werden, indem der ihm versichert, dass er keinerlei Interesse an Fran hat. Das ist allerdings ein Irrtum, wie sich dann später herausstellt. Und damit endet das Kapitel und auch das erste Buch. Und ich glaube, wir machen mal eine kurze Verschnaufpause wieder, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Buch. Was habt ihr denn für Gedanken zu dieser zweiten Hälfte des ersten Buchs? Ich finde es schön, dass man jetzt mehr Bewegung reinkommt. Also auch
in dem Sinne, dass sich die Leute bewegen und aufeinander zukommen und teilweise ja sich die Handlungsbögen dann überschneiden. Genau, bis jetzt waren die Geschichten ja, man kann sagen, es war eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten sogar. Und jetzt verbindet sich das Ganze tatsächlich zu einem Roman. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, vor allem finde ich halt hier, dass sich wirklich schon die Charaktere wirklich deutlich voneinander differenzieren. Wir haben halt auch die internen Spannungsbögen, also zum Beispiel die Beziehung von Fran und Harold, aber eben auch die Beziehung von Stu und Franny, die dann später dazukommt. Was ich noch am beachtlichsten fand an der ganzen Sache und am krassesten eigentlich in diesem Teil des Buches, war wirklich die Szene, wie Lloyd mehr oder weniger verhungern ist und dann im Rahmen seines Selbsterhaltungstriebs eben wirklich zu entsprechenden Mitteln greift, bis er dann von Fleck eben entsprechend unterstützt wird. Ja, da kann ich zustimmen. Das ist anschaulich beschrieben und wie er ja mit sich ringt, kann ich doch nicht machen, ist auch ein Mensch. Und es quasi auch sofort, nachdem es getan hat, wieder verdrängt hat. Und dann nicht mehr weiß, dass er schon geknabbert hat. Ich finde es auch interessant, am Anfang, also die ersten Leute sterben, da hat man auch so diese Atmosphäre von Trauer in dem Buch. Und mittlerweile geht das jetzt über in so einen Wunsch zu überleben der einzelnen Figuren. Da sieht man schon eine ganz schöne Entwicklung drin. Genau, also alleine schon die Tatsache, dass dann halt einfach weitergemacht wird. Und bis dahin hat man sich halt noch die Mühe gemacht, die Leute zu begraben. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil eben immer mehr die Zivilisation zusammenbricht. Das finde ich übrigens auch sehr schön beschrieben, eben diese ganzen Geschichten von den Fernsehsendern und so weiter und so fort. Aber eben auch diese Kollateralschäden. Also zum Beispiel der kleine Junge, der eben alleine ist und dann in den Brunnen fällt und dort stirbt. Ich glaube, da ist sogar in einem anderen Buch schon mal erwähnt. Ich glaube, da hat noch mal einen kleinen Auftritt irgendwo. Und alles solche Sachen. Also wirklich diese Opfer, die mit der Krippe selbst nichts wirklich zu tun haben, sondern einfach mit den Rahmenumständen, die eben damit einhergehen, dass die Zivilisation zusammenbricht. Diese ganzen Nebengeschichten, die bevölkern eine entvölkerte Welt. Das ist, gefällt mir auch sehr gut, was er da macht. Ja, ich kann dem auch nur zustimmen. Das Worldbuilding fängt jetzt richtig an. Die Roadtrips, die ja irgendwie die Kernkompetenzen von so ziemlich allen Endzeitromanen sind, das ist wunderbar. Zu den großen Reisen kommen wir ja gleich. Aber was haltet ihr von der Tatsache, dass wir ja mit den bösen Charakteren bis jetzt nur sehr wenig Berührung hatten? So, in dem ersten Teil des Buches dreht sich das meiste ja um die guten Figuren. Und ich nehme das jetzt schon mal vorweg, im zweiten Teil ändert sich das auch noch nicht. Also auch da kriegen wir von den Bösen nur sehr wenig mit. Wie denkt ihr darüber? Naja, wir haben ja eigentlich bis jetzt auch noch nicht unbedingt mit den richtig guten Charakteren zu tun. Außer mit Fran und Stu, die, wie gesagt, so dieses Ursymbol des amerikanischen Helden und der amerikanischen Heldin und da Eva und so weiter assoziiert sind. Die richtig guten Charaktere im Sinne von die göttlich Auserwählten, die haben wir ja bis jetzt auch noch nicht. Deswegen finde ich das durchaus okay, dass wir bis jetzt diese Halbcharaktere haben, die eben noch keine richtige Wahl ihrer Seite treffen mussten oder getroffen haben. Das finde ich schon ganz sinnvoll. Hältst du Nick nicht für einen von den Gut-Guten? Naja, aber das weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass er eine relativ wichtige Rolle in sich hat. Er ist ja trotzdem von seinen inneren Dämonen eben verfolgt. Er hat ja einerseits seine, ich sag mal, Pflicht verraten, indem er die Leute freigelassen hat. Andererseits weiß er halt, dass es das Beste war. Aber auch er hat halt auch immer noch so einen inneren Konflikt und weiß nicht, wie er jetzt innerhalb seiner Möglichkeiten agieren soll. Ja, vor allem wissen die meisten Figuren ja noch gar nicht, dass es diese zwei Seiten gibt. Ich meine, manche hatten schon Träume, sowohl von Mutter Abigail als auch von Fleck. Aber der einzige Charakter, der wirklich seine Seite gewählt hat, weil er auch schon seinem Anführer begegnet ist, ist Lloyd Henried. Ansonsten wissen die meisten noch gar nicht, was auf sie zukommt, dass es wirklich eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse geben wird. Ja, das stimmt. Die versuchen bis jetzt einfach nur zu überleben. Naja, und die einzige Wahl, die jetzt noch so ein bisschen getroffen wurde, war halt dieser Schlüsselmoment mit Laui, dass eben jetzt er auch wieder seine Begleiterin verloren hat, sich dafür schuldig fühlt und so weiter.
das ist noch nicht der Schlüsselmoment, den zu seiner Seitenwahl dann beiträgt, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüsselmoment in der ganzen Szene. Dasselbe trifft, glaube ich, auch auf Harold zu. Bis jetzt ist er eigentlich nur ein ja, etwas unsicherer junger Mann, der unglücklich verliebt ist. Und er hat auch noch wirklich ja, noch keine Anzeichen gesetzt, zu welcher Seite er dann letztendlich tendieren wird. Apropos Harold, was haltet ihr bis jetzt von ihm? Ist er euch in dem Moment jetzt noch sympathisch oder geht er euch auf die Nerven? Weil mir geht er in seiner ganzen Jämmerlichkeit jetzt schon auf die Nerven. Ich kann gleich spoilern, er wird mir später noch sympathischer, als er jetzt ist. Das sehe ich genauso. Ich finde ihn am Anfang einen wirklich nervigen Charakter. Wobei ich gerade so auch in dieser Szene, wo er da vollkommen verschwitzt und mit Sonnenbrand den Rasen mäht, ich kann ihn sogar verstehen. Er ist wie alt? 16, 17? Er ist einfach verzweifelt. Er weiß nicht, was er machen soll. Und ich kann mich schon ein bisschen hineinversetzen. Aber so im Großen und Ganzen finde ich ihn doch im Moment noch relativ nervig. Also mein Bild von Harold, also wäre er heute geboren oder beziehungsweise würde er jetzt 20, 25 sein, er wäre der Internet-Troll, der pausenlos über den Feminismus rantet. Er würde einen Fedora tragen, Trenchcoat, Cargo-Pants, ich weiß es nicht. Nee, ich mag ihn nicht. Ja, es wäre ein typischer Gamergate-Typ. Stimme ich dir vollkommen zu. Der Vergleich passt, ja. Ja, er ist ein durch und durch ein Unsympathieträger, kann man so sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit den nächsten Kapiteln weiter. Ihr müsst mir mal kurz helfen, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Unser Buch 2 beginnt jetzt mit Kapitel 43. Wir haben jetzt mittlerweile den 5. Juli und wir begleiten jetzt Nick Andros auf seiner Reise über die nächsten Tage. Nick ist unterwegs nach Hemmingford Home in Nebraska. Er hat ja auch von Mutter Abigail geträumt und macht sich also auf den Weg dorthin. Und in May, Oklahoma, hat er einen kleinen Fahrradunfall, als ein Toter sich auf der Straße plötzlich aufrichtet und ihn anspricht. Dieser Tote ist gar kein Toter, sondern es handelt sich dabei um Tom Cullen, den letzten Einwohner dieser Stadt, ein Mann in den 40ern, der geistig etwas zurückgeblieben ist. Und Nick überlegt, ob es vielleicht nur behinderte Menschen gibt, die die Supergrippe überlebt haben könnten, weil er selbst auch betroffen ist. Es gelingt ihm, mit Tom in Kontakt zu treten. Tom kann weder seine Taubstummsprache oder Pantomime richtig deuten und lesen kann er auch nicht, aber die beiden kommen miteinander klar. Und auch wenn Nick kurzzeitig überlegt, ihn zurückzulassen, das wäre einfach nicht richtig. Und so packen sich die beiden ihre kleinen Sachen auf die Fahrräder und machen sich auf Richtung Nebraska. Das ist auch eine ganz gute Entscheidung. Denn Tom rettet Nick das Leben, als er einen Tornado erkennt, den Nick nicht hätte hören können. Und die beiden flüchten in eine Scheune. Im Dunkel dieser Scheune fühlt Nick auch, dass es eine dunkle Präsenz gibt, die ihn bedroht. Und er ist froh, dass er die Scheune, die relativ unbeschadet ist, die hat kein Dach mehr, aber sonst ist nichts Größeres passiert, dass sie wieder verlassen können. Sie fahren weiter Richtung Norden und landen dann in der Stadt Pratt, Kansas. Nick will ein paar Dinge aus einer Drogerie holen, unter anderem ein Mittel gegen Durchfall, denn Tom hat sehr viele grüne Äpfel gegessen und hat ein paar Probleme mit seinem Bauch. Und Nick trifft hier auf eine junge Frau namens Julie Laurie. Die benimmt sich ein wenig merkwürdig. Sie verführt Nick und die beiden haben auf dem Fußboden der Drogerie Sex. Julie will sich den beiden anschließen. Nick ist geteilter Meinung, weil sie nicht besonders nett zu Tom ist. Sie bezeichnet ihn immer wieder als Schwachkopf und scheint ohnehin ziemlich arrogant zu sein. Sie redet unentwegt und geht Nick sehr schnell auf die Nerven. Und als sie dann noch versucht, einen Keil zwischen Tom und Nick zu treiben und Tom einen Streich zu spielen, da reicht es Nick dann endgültig. Er schlägt sie und steckt ihr einen Zettel zu: Wir brauchen dich nicht. Julie verschwindet schreiend und als Nick und Tom weiterreisen wollen, merken sie, dass Julie ihnen die Reifen an den Fahrrädern aufgeschlitzt hat und ihr Gepäck ausgekippt hat. Die beiden können jedoch nichts mehr zusammensuchen oder sich Ersatz suchen, denn Julie fängt aus dem Hinterhalt an, auf die beiden zu schießen. Das heißt, die beiden müssen ohne ihre Sachen aus der Stadt verschwinden und übernachten dann in einer Scheune. Am nächsten Tag treffen sie dann wieder einen Überlebenden,
der deutlich angenehmer ist. Sie treffen auf Ralph Brandner, der sie mit seinem Pickup dann mitnimmt. Nach Ritas Tod reist Larry alleine weiter, allerdings zu Fuß, da er sich nicht mehr traut, ein Motorrad zu fahren. Joe und Nadine schließen sich dann Larry an, nachdem Joe ihn mit einem Messer angreifen wollte. Nadine konnte jedoch die Situation entschärfen. Später spielt Larry Joe was auf der Gitarre vor, worauf eine Bindung zwischen beiden entsteht. Nadine träumt von Abigail, fühlt sich im Gegensatz zu anderen jedoch nicht von ihr angezogen. Sie erreichen daraufhin die Heimatstadt von Fran und Harold und finden auch die Botschaft, welche Harold hinterlassen hat. Dann treffen sie auf Lucy Swan, welche von ihrer gestorbenen Familie und ihren Träumen von Abigail erzählt. Daraufhin kommt es zu einem Streit zwischen Lucy und Nadine, welche verneint, solche Träume zu haben. Sie erreichen dann das Seuchenzentrum am 19. Juli und finden eine weitere Botschaft von Harold, welche besagt, dass sie weiter nach Nebraska reisen wollen. Daraufhin wird Nadine ohnmächtig, ohne dass es eine Erklärung dafür gibt. Genau, wir sind damit im 45. Kapitel angekommen und können das erste Mal Abigail in Person begrüßen. Denn dieser hat selbst diese Träume gehabt und weiß, dass sie innerhalb dieser Träume Gäste zu sich gerufen hat. Und für deren Ankunft bereitet sie jetzt alles vor. Sie denkt währenddessen ein bisschen über ihr Leben nach. Es gibt da einige Kernpunkte, unter anderem die Aufnahme ihrer Familie in die Farmervereinigung. Das ist deshalb wichtig, weil sie die ersten Schwarzen waren, die dieses Privileg hatten. Außerdem denkt sie nach über ihren Auftritt bei einem Talentwettbewerb, wo sie gesungen und Gitarre gespielt hat, vor vornehmlich weißen Männern. Und naja, es gab da halt einen entsprechenden rassistischen Zwischenfall, wo sie dann eben entsprechend vertrieben worden sind und so weiter. Aber sie denkt eben auch an andere Sachen nach, an gute Zeiten, als die Farm erweitert wurde, weil ihr Vater eben entsprechend gute Politik betrieben hat. Allerdings, dieser Fortschritt wurde dann Jahr für Jahr wieder rückgängig gemacht, weil Abby einen Großteil der Farm verkaufen musste, um die Steuern zu bezahlen. Das hatte dann an 1982 ein Ende, weil ihr Präsident Reagan zum Anlass ihres 100. Geburtstages die Steuern erlassen hat und deswegen darf sie jetzt ihr kleines, kuscheliges Grundstück behalten. Mutter Abigail ist jetzt in der Gegenwart 108 Jahre alt. Und wie gesagt, um eben Vorbereitungen zu treffen für ihre Gäste, begibt sie sich auf die Nachbarsfarm, um dort ein paar Hühner einzusammeln und ein paar Eier. Ihr tut alles weh, ich meine, mit 108 ist das normal, aber sie ist ein sehr gläubiger Mensch und schöpft immer wieder neue Kraft aus der Liebe zu Gott. Sie fühlt sich auserwählt, eben den jüngeren Menschen, die die Supergrippe überlebt haben, als Ratgeber zu dienen und so weiter und so fort. Und vergleicht sich innerlich so ein bisschen mit Moses, beklagt sich aber natürlich auch über ihr Schicksal, aber sie nimmt es eben an. Ihr wird dann später allerdings erst wie später klar, dass sie darauf stolz war und damit eine Sünde begangen hat, aber ihr ist auch vollkommen die Macht und die Kraft ihres Widersachers, eben von einem dunklen Mann und Randall Fleck. Ja, sie ist ihr dieser Macht sich durchaus bewusst und hat sehr große Angst vor Gott und dieser Aufgabe zu versagen. Sie braucht für den Weg zur Nachbarsfarm eigentlich den halben Tag, aber auf dem Weg zurück wird sie dann von Wieseln überfallen, mitten in der Nacht. Die wollen ihr dann ihre Hühner da klauen. Und sie hat tierische Angst vor diesen Wieseln, denn als sie 12 war, wurde sie schon mal angegriffen von diesen Viechern und hat seitdem eben entsprechend Angst. Aber sie murmelt ihr Mantra, dein Blut in meinen Fäusten, glaubt an ihren Gott und wehrt damit diese Tiere ab. Und ja, die verschwinden dann, was Abby für ein Wunder hält. 2 Tage später, nach dieser Vorbereitungsaktion, kommen dann die ersten Gäste in Hemmingford Home an. Diese sind Nick Ambrose, Tom Cullen, Ralph Brandner, Olivia Walker, Richard Ellis, June Brinkmeyer und Sheena McCone. Die werden dann von Abby entsprechend begrüßt und bewirtet und so weiter und so fort. Tom freut sich und spielt mit den Kindern, die eben mitgebracht worden sind und so weiter und so fort. Und ja, es wird dann nach dem Essen eben entsprechend beratschlagt, wie es nach der Reise und so weiter weitergehen soll, wie das Ganze jetzt, ja, passieren soll. Und Nick avanciert währenddessen ungewollt zum geistigen Anführer der ganzen Truppe.
letzten Endes wird dann ein paar Tage später oder ein paar Tage später beschlossen, dass die Farm für die weiteren ankommenden Gäste zu klein wäre. Und deswegen wird beschlossen, dass man jetzt umziehen muss. Das neue Ziel soll Boulder, Colorado sein. Und deswegen wird jetzt alles eingepackt, was da irgendwie geht. Die Tierbestände und so weiter hätten eben eh nicht gereicht, um alle zu versorgen. Und deswegen hinterlässt man ein Hinweisschild auf der Farm und besorgt sich Funkgeräte und geht dann eben mit Abigail und der ganzen Truppe nach Boulder, Colorado. Ja, Kapitel 46. Die Gruppe ums Du ist mittlerweile auf 6 Leute angewachsen. Glenn, der Soziologe, ist wieder dazugestoßen und ja, sie nehmen alle jeden Abend eine halbe Tablette eines Beruhigungsmittels, um ja keine Träume mehr zu bekommen, sei es von Abigail oder vom schwarzen Mann. Nur Franny nicht, weil die hat Angst um ihr Kind. Mark, einer der Neuen, bekommt eine Blinddarmentzündung und beim Versuch, ihn zu operieren, stirbt er. Und seine Freundin Birion nimmt an dem Abend eine Überdosis von dem Beruhigungsmittel und stirbt dann auch. Harold wird immer eifersüchtiger und hat dazu eigentlich auch einen Grund, weil, wie wir wissen, weil Franny hat angefangen, Tagebuch zu schreiben und ja, schreibt darin, wie ja angewidert sie teilweise von Harold ist, weil er so eingebildet ist und ja wohl auch versucht hat, mit ihr zu schlafen. Aber sie hat sich auch in Stu verguckt. In Kapitel 47 machen wir mit Frannys Tagebuch weiter. Sie beschreibt hier, wie Harold sich ihr angenähert hat. Sie saßen auf einem Baumstamm und er hat versucht, den Arm um sie zu legen. Als sie zurückgewichen ist, ist sie vom Baumstamm gefallen und hat einen Lachanfall bekommen. Und Harold war ziemlich enttäuscht. Als Franny dann gegangen ist, hat er ihr nachgerufen, dass er sie liebt. Und sie hat ihm dann klar gemacht, dass sie ihn nicht liebt und hat Harold wütend stehen lassen. Später dann am 30. Juli trifft die Gruppe um Stu, Franny und die anderen. Sie sind jetzt wieder zu viert auf eine Schar Männer, die eine Gruppe von Frauen als Sexsklavinnen gefangen halten. Die Lage ist sehr angespannt und tatsächlich eskaliert das Ganze auch sehr schnell. Es kommt zu einem Feuergefecht, bei dem die Männer getötet werden. Harold erschießt einen der Angreifer, Stu erschießt einen der Angreifer und die beiden anderen werden von den Frauen selbst getötet. Und als sich das dann alles wieder beruhigt hat, erzählen die Frauen dann ihre Geschichte. Diese Männer, die sie gefangen gehalten haben, waren ehemalige Soldaten, die irgendwann erkannt haben, dass es keine Regierung mehr gibt und dass ihr Einsatz, die Supergrippe einzudämmen, vergebens ist. Und sie haben die Frauen mit Drogen gefügig gemacht. Doch diese haben sich auch darauf vorbereitet, entweder sich zu befreien oder bei dem Versuch zu sterben, denn alles ist besser, als gefangen dieser Männer zu sein. Zu diesen Frauen, die sich dann der Gruppe anschließen, gehören Dana Jurgens, Susan Stern und Patty Kroger, die später noch wichtige Rollen spielen in dem Roman. An diesem Abend kommen sich Fran und Stu dann auch näher. Stu erzählt von seinen Träumen über die Kreuzigung in Las Vegas durch Randall Flagg. Und er weiß auch, dass Mutter Abby nicht mehr in Hemmingford Home ist, sondern dass die Gruppe nach Boulder, Colorado weitergezogen ist. Sie küssen sich und schlafen dann auch miteinander. Fran gesteht Stu ein, dass sie schwanger ist und ist über seine Reaktion so glücklich, dass sie gleich wieder miteinander schlafen. Das Ganze ist aber nicht unbeobachtet, denn Harold Lauder steckt im Büsch und beobachtet die beiden. Am 1. August schreibt Franny in ihr Tagebuch, dass sie und Stu jetzt ein Paar sind. Sie haben sich entschlossen, Frannys kleines Geheimnis um die Schwangerschaft noch für sich zu behalten. Und sie glaubt auch nicht, dass Harold den geringsten Verdacht hat. Das stimmt nicht ganz. In dieser Nacht schleicht Harold sich an, stiehlt Frannys Tagebuch und liest es. Und er legt es zurück und beginnt am nächsten Abend selbst ein Tagebuch zu schreiben. Im 48. Kapitel treffen wir Mülleimermann, nachdem er die Öltürme von Gary in die Luft gejagt hat. Und er glaubt an seinen Verletzungen zu sterben. Er hat sich nämlich den Arm gebrochen und Verbrennungen davongetragen. Jedoch lockt Flagg ihn damit, dass Mülli eine hohe Stellung in seiner Armee einnehmen soll, Richtung Las Vegas. Zog er vorher noch von Stadt zu Stadt, um diese niederzubrennen, hat er nun ein festes Ziel. Außerdem träumt er auch von Abigail, hat aber vor dieser ebenso wie Nadine Cross Angst.
Auf seinem Weg trifft er The Kid, welcher auch nach Las Vegas unterwegs ist, allerdings um Flag zu töten und diesen zu ersetzen. Kid missbraucht Mülleimermann auf ihrer Reise, bis sie auf eine Stelle treffen, auf der die Fahrbahn komplett mit Autowracks vollgestopft ist. Kid schickt Mülli vor, um die Länge dieses Staus auszukundschaften. Der Stau mündet in Eisenhower Tunnel, durch den sich Mülli aber nicht traut, da dieser zu dunkel ist. Als er zu Kid zurückkommt, versucht er sich an dem Auto vorbeizuschleichen. Jedoch bemerkt Kid ihn und bedroht ihn mit einer Waffe. Flag schickt eine Horde Wölfe, welche Kid in seinem Auto festsetzen und Mülli kann endlich fliehen. Er traut sich auch dann mit den Wölfen durch den Tunnel. Endlich in Las Vegas angekommen, begrüßt Lloyd Mülli mit Suppe und Hamburgern. Die Menschen sind erstmals in seinem Leben freundlich zu ihm. Danach wird er Zeuge einer öffentlichen Hinrichtung und dann trifft er auch endlich Flag persönlich, welcher ihm verspricht, dass er bald große Feuer für ihn legen darf. Wir sind jetzt im 49. Kapitel und stellen fest, wir wachen auf als Lucy Swan und stellen fest, dass unser Freund Laurie Underwood nicht mehr da ist. Wir gehen also los und suchen ihn, treffen dabei auf Richard Ferris und dieser wird der Richter genannt und bekommen erzählt, dass Laurie am Highway sitzt und trauert. Denn der hat mitgekriegt, dass vor einigen Tagen Sally Vollman gestorben ist, während der Reise halt. Und er macht sich darauf schwere Vorwürfe, weil er so ein bisschen in die Anführerrolle dieses kleinen Trüppchens geraten ist. Er fühlt sich also auch hier wieder verantwortlich für den Tod. Er glaubt, er hätte ihr helfen können und trauert halt um sie. Der Richter selbst schätzt Larrys Verantwortungsgefühl sehr hoch. Und Lucy geht dann halt zu Larry hin. Sie unterhalten sich unter anderem über Nadine Kors. Und dass es ihr halt echt nicht gut geht. Und dass sie deprimiert ist, dass sie sehr nervös wirkt und so weiter. Larry kann sich das Verhalten nicht so richtig erklären. Aber sie streiten sich dann letzten Endes. Weil Lucy glaubt, dass Larry lieber mit Nadine zusammen wäre als mit ihr. Und leidet halt extrem unter ihrer Eifersucht und ihren Minderwertigkeitskomplexen. Aber Larry kann sie dann beruhigen und sie gehen zusammen zurück in ihr Lager, wo sie dann entsprechend die Nacht miteinander verbringen. Nadine hingegen, als die anderen schon schlafen, wacht auf und fühlt sich verfolgt. Denn in ihren Träumen sieht sie den dunklen Mann, also Flag, der sich entschieden hat, dass Nadine für ihn ein Kind austragen soll. Bis dahin soll sie gefälligst jungfräulich bleiben und mehr Details dazu erfahren wir später. Aber sie erinnert sich so an eine Schlüsselszene ihrer Jugend, wo sie eben mit einem Verehrer übers Feld rennt und alles ist schön. Und wenn er sie gekriegt hätte, dann hätte sie sich ihm halt hingegeben und all dieser Quatsch. Aber es kommt halt nie dazu. Und sie erhält eben die Vision, dass sie sich für den dunklen Mann aufsparen soll. Darauf hat sie allerdings nicht so wirklich Lust, also sie ist da noch durchaus zerrissen und ihre letzte Hoffnung ist eben Boulder und Mutter Abigail. Über CB-Funk erfahren sie dann von einem Mann namens Ralph Brettner, den hatten wir schon, dass diese eben nicht mehr in Nebraska ist, sondern sich auf dem Weg nach Boulder befindet. Und Nadine hat halt die Hoffnung, dass Abigail ihr helfen kann, diesen Fluch loszuwerden und wünscht sich dann einen entsprechenden Wunsch, als ein Sternschnupp am Himmel erscheint. Ja, Kapitel 50, spielt komplett in Boulder. Glenn und Stu unterhalten sich über die vermutlichen Auswirkungen der Grippe auf die USA und das weitere Vorgehen. Glenn vermutet, dass etwa 2 Millionen Amerikaner oder US-Amerikaner überlebt haben und hofft, dass sich die Hälfte davon auf Mutter Abigails Seite schlägt. Er befürchtet jedoch, dass Flag die meisten Techniker um sich schart, was vor allem in Sachen Kriegsanstrengungen Auswirkungen hätte. Glenn erstellt dann eine To-Do-Liste für Boulder. Die lese ich gerade mal vor. Erstens die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung. Zweitens die Wiederbestätigung der Verfassung. Drittens Ratifizierung der Menschenrechte. Viertens Schaffung einer demokratischen Regierung. Zunächst die Schaffung eines Ad-Hoc-Komitees, welches die weiteren Vorgänge plant. Fünftens absolutes Vetorecht für Mutter Abigail gegen alle Beschlüsse der Regierung und ein Vorschlagrecht, das aber nicht absolut ist. Mutter Abigail begrüßt eine Gruppe Neuankömmlinge,
darunter auch Larry und Nadine. Als Joe bzw. Leo begrüßt wird, fängt dieser zur Überraschung aller an, mit ihr zu reden. Und Nadine wird wütend darüber, vermutlich aus Eifersucht, weil sie ja so ein bisschen die Mutterrolle übernommen hat. Nick macht sich um die Zukunft von Boulder Gedanken, als Ralph ihn aufsucht. Er zeigt ihm die vorläufige Besetzungsliste des Ad-Hoc-Komitees. Das sind Nick Andros, Clint Bateman, Ralph Brentner, Richard Ellis und Rand Goldsmith, dann auch Stu Redman und Susan Stern. Fran und Larry treffen aufeinander, als Larry auf der Suche nach Harold ist, um sich für die ganzen Hinweise zu bedanken. Und Fran beschreibt ihm den Weg, sagt ihm aber ja nichts weiter großartig über Harold, um Larry ja nicht die Vorfahrt zu nehmen, weil ja er scheinbar ein ganz anderes Bild von Harold hat als sie. Harold schreibt weiter in sein Hauptbuch, wie er sein Tagebuch nennt. Ja, er verachtet die Bewohner von Boulder und sieht in Hass und Stolz Tugenden. Und anschließend übt er das Lächeln, um ja besser in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Kapitel 51 schließt direkt daran an. Wir begegnen Larry, wie er zusammen mit Leo, so ist jetzt Joes richtiger Name, der möchte jetzt auch so genannt werden, wie er zu Harolds Haus geht und sich Leo plötzlich weigert, das Haus zu betreten. Er will nicht zu Harold, er hat ein ungutes Gefühl. Wir erfahren, dass der Junge das zweite Gesicht hat und deshalb Harolds wahren Charakter sehen kann. Und Larry ist zwar traurig, da er viel von Harold hält, aber er zeigt sich verständnisvoll. Er denkt einfach, der Junge ist schüchtern und lässt ihn draußen auf sich warten. Harold ist auch sehr gastfreundlich. Er und Larry trinken einen Wein. Larry bedankt sich für die Wegweiser, die Harold hinterlassen hat. Und als Harold in den Keller geht, um Gläser zu holen, findet Larry durch Zufall das Hauptbuch, also das Tagebuch, in einem losen Stein im Kamin. Er legt es aber wieder zurück. Auf dem Rückweg trifft Larry wieder auf Leo und Leo gibt als seine Empfindung Angst an. Er fürchtet sich vor Harold, irgendwas ist da nicht richtig. Und er gibt Larry auch einen interessanten Gedanken mit auf den Weg. Wieso ist Harolds Haus das einzige in Boulder, bei dem die Jalousien verschlossen sind? Kann es sein, dass Harold ein Geheimnis hat, das niemand wissen soll? Dann begegnen wir wieder Stu und Fran, die sich so ein bisschen an die neue Situation gewöhnen. Sie reden auch weiter über das Komitee. Richard Ellis hat abgelehnt, sich am Komitee zu beteiligen. Deswegen überlegen sie, wer denn eine weitere Rolle einnehmen könnte. Und so kommt man letztendlich darauf, dass man Larry fragen möchte. Als sich Larry und Stu treffen, erkundigt sich Stu auch nach Larrys Meinung über Harold. Franny hat ihn darum gebeten. Und Larry weiß auch nicht ganz, was er da sagen soll. Er hatte sich Harold ganz anders vorgestellt und war dann doch etwas enttäuscht von ihrem ersten Treffen. Sein erster Gedanke war, dass dieser ihn in einer Falle erschlagen wollte. Das ist ja schon nicht so gut, wenn man sich zum ersten Mal trifft. Und schließlich kommt es dann dazu, dass Stu Larry fragt, ob er dem Komitee mitmachen will. Larry sagt zu. Außerdem ergänzt Larry, dass er glaubt, dass Leo in die Herzen anderer Menschen sehen könnte, ähnlich wie Mutter Abigail. Währenddessen findet Franny beim Aufräumen ihr altes Tagebuch wieder. Seit sie im Boulder sind, hat sie nur noch wenig reingeschrieben. Und sie stolpert über den Artikel, den sie am 1. August geschrieben hat und entdeckt dort einen großen Daumenabdruck aus Schokolade. Und sie denkt daran, dass Harold immer Payday-Schokoriegel gegessen hat und dass dieser Daumenabdruck vielleicht von Harold kommt. Kann es sein, dass Harold ihr Tagebuch gelesen hat? Sie verdrängt den Gedanken wieder, aber irgendwas bleibt ihr da doch im Hinterkopf, dass ihr nicht wirklich passt. Am 13. August findet dann die erste Versammlung des Ad-Hoc-Komitees statt. Stu ist Diskussionsleiter, Franny schreibt das Protokoll, die Sitzung findet auch im Haus der beiden statt. Es werden Themen behandelt wie die Probleme mit Lebensmittelvergiftungen, das sind bereits 15 Fälle aufgetreten in der Stadt, die Einrichtung eines Beerdigungskomitees und Mutter Abigail soll über alle Angelegenheiten des Komitees unterrichtet werden. Dann wird eine hitzige Diskussion geführt, man entscheidet sich, Spione nach Las Vegas zu entsenden, entscheidet sich für Dana Jürgens, den Richter Richard Ferris und auch wenn Franny und gerade Susan Stern dagegen sind, für Tom Cullen.
Später am Abend gehen Franny und Stu ins Bett und Franny überlegt, ob sie Stu von dem Fingerabdruck in dem Tagebuch erzählen soll, entscheidet sich aber dagegen, weil sie ihn nicht beunruhigen will. Kapitel 52. Mutter Abigail vergleicht sich mit Moses, der aus Stolz ein Wunder Gottes als ein Wunder von sich selbst reklamierte. Sie verlässt die Stadt in Richtung der Wälder. Das Verschwinden macht natürlich so schnell die Runde. Franny macht sich Sorgen wegen Harold und bricht daraufhin in sein Haus ein, wobei sie beinahe von Nadine Cross erwischt wird. Sie findet auch beinahe sein Hauptbuch, macht sich jedoch in die Hose und verschwindet wieder nach Hause, als Nadine wieder gegangen ist. Harold schlägt eine Suchaktion vor, um mit Stu alleine zu sein, um diesen zu töten. Es kommt auch beinahe dazu, jedoch wird er unterbrochen. Stu bemerkt jedoch von Harolds Plänen nichts, ist sogar von seinen Ideen und dessen Initiative begeistert und lädt Harold zum Essen ein. Der lehnt aber ab und geht nach Hause. Dort bemerkt er, dass jemand eingebrochen ist. Er verdächtigt auch Fran. Kojak, der Hund von Glenn, den er in New Hampshire zurücklassen musste, taucht auch wieder auf. Und wir erfahren von seiner Reise nach Boulder. Im 53. Kapitel haben wir dann endlich die erste öffentliche Versammlung. Diese findet im, ich spreche es nicht aus, Auditorium auf, statt. Und es stehen wirklich folgende Punkte dann auf der Tagesordnung. Diese werden von Stu vorgelesen und moderiert. Der erste Punkt, die freie Zone ist einverstanden, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verlesen und zu bekräftigen. Zweitens, die freie Zone ist einverstanden, die Menschenrechte grundsätzlich zu akzeptieren und zu bekräftigen. Drittens, die freie Zone führt einen Rat von 7 Repräsentanten ein und diese soll als Regierung funktionieren. Dann, dass ein Vetorecht für Abigail Fremantle eingeführt wird und dass außerdem ein Beerdigungskomitee und ein Energiekomitee gegründet werden soll. Zusätzlich, dass ein Suchtrupp mit mindestens 50 Personen zusammengestellt werden soll, der den Aufenthaltsort von Abigail Fremantle ermitteln soll. Und Harold kommt während der Versammlung öffentlich auf die Idee, das Ad-Hoc-Komitee in Gesamtheit zum ständigen Komitee zu wählen und um dadurch eben viel Wahlkampf zu vermeiden und so weiter und so fort. Der Vorschlag wird dann entsprechend mit viel Jubel angenommen und das Ad-Hoc-Komitee wird in ein ständiges Komitee umgewandelt. Alle anderen Punkte werden vorbehaltlos angenommen, teilweise ein bisschen nach Howards Vorschlägen abgeändert und dieser ist der Held des Abends. Nach der Versammlung gehen alle entsprechend nach Hause. Larry lobt Harold nochmal in den höchsten Tönen, der zuckt nur mit den Achseln. Aber er hat an diesem Abend Trannys Schuhe inspiziert und hat da in dem Muster der Schuhe den Fußabdruck in seinem Keller wiedererkannt. Er weiß also jetzt, dass es wirklich Tranny war. Larry und Lucy dagegen gehen Hand in Hand nach Hause und laufen dabei Nadine Kors über den Weg. Nadine scheucht Lucy weg, weil sie mit Larry reden will. Der allerdings, Lucy reagiert entsprechend zickig und sensibel darauf, weil sie glaubt, dass Larry sie verlassen würde und rennt weinend weg. Nadine schmeißt sich an Larry ran, zeigt ihm recht deutlich, dass sie unter ihrem dünnen Kleid nackt ist und so weiter und so fort. Aber er beweist dann halt, dass er doch ein netter Kerl sein kann und lehnt dieses Angebot von Nadine ab, weil er sich dadurch durchaus beschissen vorkommt und lässt sie halt stehen. Das ist eigentlich für Larry der eigentliche Schlüsselmoment, in dem er seine Seitenwahl endgültig trifft und sich entscheidet, ein besserer Mensch zu sein, als er bis dahin war. Zu Hause angekommen, gesteht er dann Lucy seine Liebe und die beiden vertragen sich und so weiter und so fort. Nadine kehrt verbittert daraufhin in ihre Wohnung zurück, findet Leo schlafend und stellt dann auch fest, dass ja auch er sie nicht mehr will und nicht mehr braucht und beschließt dann, ihren Karton und ihren Kram abzuholen und fährt mit ihrer Vespa zum Sunrise Amphitheater an den Gipfeln des Flagstaff Mountain. In diesem Karton befinden sich ein Kuya-Brett. Das sind diese Dinger, mit denen man so mit Geistern sprechen kann angeblich. Und sie beschließt, dass sie damit eben die Geister über ihre Zukunft befragen will. Etwas Ähnliches hat sie in ihrer Jugend schon mal gemacht, allerdings mehr oder weniger erzwungen. Und als sie das damals berührt hat, hat Randall Flagg zu ihr gesprochen und sie als seine Königin ausgewiesen. Und seit diesem Tag lebt Nadine halt in Angst vor dem dunklen Mann, aber weil sie letzten Endes wirklich
ja, von Larry dann noch zurückgewiesen wurde und so weiter, entschließt sie sich jetzt, dass das der einzige Weg ist, der ihr bleibt. Sie legt also die Finger auf das Brett und ruft, sagt es mir. Ja, Kapitel 54, es geht um die erste Sitzung des Komitees. Die Sitzung findet im Haus von Stu und Franny statt und es geht um folgende Punkte. Es soll ein Dankesbrief an Harold geschrieben werden, weil er das vorgeschlagen hat, dass sie alle gewählt werden und der soll von allen Mitgliedern unterschrieben werden. Die Spione sollen über ihre Aufgabe unterrichtet werden, wenn sie sich bereit erklären und dann auch losgeschickt werden, und zwar alle an verschiedenen Tagen. Und keiner soll von den anderen wissen. Die zweite öffentliche Versammlung wird terminiert auf den 25. August. Es soll ein Volkszählungskomitee eingerichtet werden und ein Ministerium für Recht und Ordnung, was quasi die Funktion der Polizei ja darstellen soll. Und auf Vorschlag von Nick soll Stu als Marshal eingesetzt werden. Franny ist ja gegen den Vorschlag, weil sie Angst hat, dass Stu dabei etwas passiert, aber Stu erklärt sich mitzuspielen und den Marshal zu machen, aber nur für eine Wahlperiode lang. Nach der Versammlung erklärt Stu dann Franny, dass er sich Sorgen um sie und das Baby macht und er deswegen diesen Job als Marshal angenommen hat, um auch für sie für Sicherheit zu sorgen. Franny kann sich zwar immer noch nicht mit der Idee anfreunden und ja, in der Nacht bekommt sie dann seit langem mal Träume von dem dunklen Mann, der mit dem Kleiderbügel hinter ihr her ist. Ja, Harold währenddessen ist Teil des Beerdigungskomitees geworden und er arbeitet gut in der Gruppe zusammen. Er bekommt sogar so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl zu den anderen Leuten und ja, die akzeptieren ihn auch total und geben ihm sogar einen Spitznamen, und zwar Hawk. Als er dann nach diesem Arbeitstag wieder zurückkommt, sitzt Nadine Cross vor seiner Tür. Er möchte eigentlich nicht mit ihr reden, aber kann ihr dann doch nicht widerstehen, weil sie so schön ist und lässt sie rein. Drin kocht sie dann für ihn und verführt ihn. Ja, sie befriedigt ihn auf alle möglichen Arten, nur halt den, ich sag mal, normalen Geschlechtsverkehr, den führt sie nicht mit ihm aus, weil sie eben Fleck versprochen ist. Ja. Wir befinden uns mittlerweile am 20. August und Larry sucht Richter Ferris auf und bittet ihn, einen Sonderauftrag für Boulder zu erfüllen. Der Richter ist zwar mit seinem Leben in dieser kleinen Stadt sehr zufrieden, erklärt sich aber einverstanden, noch bevor Larry ihm tatsächlich die richtige Frage stellen kann. Die beiden Männer unterhalten sich noch ein bisschen. Der Richter ist froh, dass Larry jetzt mit Lucy Swan zusammen ist. Aber Larry sagt ihm, er hat ein bisschen Angst um Nadine. Er glaubt, sie könnte vielleicht selbstmordgefährdet sein. Larry soll sich aber deswegen keine Vorwürfe machen. Es wäre nicht seine Schuld. Am nächsten Tag fährt der Richter dann mit seinem Geländewagen los. Er ist der erste Spion, der jetzt unterwegs ist. Am selben Tag treffen Stu, Nick und Ralph bei Tom Cullen ein und sie hypnotisieren ihn. Das hatte Stan Nogott nicht vorher schon mal ausprobiert, dass das bei Tom sehr leicht der Fall ist. Sie hypnotisieren ihn und geben ihm seine Mission mit und auch gleich eine Ausrede, wieso er Boulder verlassen hat. Sie sagen, man hätte ihn weggejagt, weil er schwachsinnig ist und keine dummen Kinder in die Welt setzen soll. Und deshalb hätte er Boulder verlassen und wäre jetzt Richtung Las Vegas unterwegs. Tom wiederholt die Anordnungen. Die Hypnose scheint gut zu funktionieren. Und er ist der nächste Spion, der dann losgeschickt wird. Stu hat Schuldgefühle wegen des Ganzen. Er fühlt sich für die Spione verantwortlich. Und gerade mit Tom findet er es doch eher problematisch, dass sie ihn losgeschickt haben. Franny überrascht ihn mit einer positiven Neuigkeit. Harold hat eine Frau gefunden, nämlich Nadine Cross. Und Stu denkt, ach, hat er auch mal Glück, das gönne ich ihm. Er hat sich ja gut am Suchtrupp für Mutter Abigail beteiligt und auch beim Beerdigungskomitee. Vielleicht ist er auf dem richtigen Weg. Harold hingegen ist sich nicht ganz sicher, welche Rolle jetzt Nadine spielen will. Sie ist genauso eine Außenseiterin in der Gemeinschaft wie er. Und immer wieder kreisen seine Gedanken um Franny, die mir doch irgendwie schon lieber wäre.
Und nachdem es wieder eine Nacht gibt, in der die beiden nicht miteinander schlafen, geht Harold früh morgens schon zum Beerdigungskomitee, um sich mit Arbeit abzulenken. Im 56. Kapitel erfahren die Überlebenden, dass neugeborene Kinder ebenfalls an der Supergrippe sterben können. Nadine zieht endgültig zu Harold und trifft Leo in ihrer alten Wohnstätte, als sie ihre Sachen holen will. Leo scheint sich nicht bewegt zu haben, seit sie das letzte Mal da war. Sie stellt ihm viele Fragen, auf welche er aber nicht reagiert oder nur durch Nicken oder Kopfschütteln. Fluchtartig verlässt sie das Haus. Larry und Lucy sollen sich zukünftig um Leo kümmern. Danach findet die zweite öffentliche Versammlung statt, auf der unter anderem ein Volkszählungskomitee gegründet wird, welches auch gleich seine Arbeit aufnimmt. Es werden bisher 814 Teilnehmer gezählt. Außerdem wird die Wahlperiode auf ein Jahr festgelegt, ein repräsentatives Regierungskomitee gegründet, Schaffung eines Justizkomitees, wo das Fehlen des Richters bemerkt wird. Außerdem wird verkündet, dass der Strom ab September wieder fließen sollte, das Beerdigungskomitee bittet um Mithilfe und es gibt wieder einen richtigen Arzt. Danach werden Dinah und Tom Cullen ebenso losgeschickt zu spionieren. Und wir erfahren, dass Harold eine Bombe in seinem Keller bastelt, mit dem er das Komitee sprengen will. Er hat sich nun Fleck angeschlossen und will seinen eigenen Harem dafür, wenn er die Aufgabe erledigt hat. Die Bombe will er am 2. August zünden. Ja, seit Nadine Cross weg ist, hat sich Leo wieder sehr gewandelt. Er ist wie ausgewechselt und freundet sich halt immer mehr mit Laurie an, versteht sich auch mit Lucy sehr gut. Und die beiden sitzen zusammen auf dem Rasen und naja, er spricht dann das erste Mal über seine Gefühle zu Nadine und so weiter und so fort und stellt fest, dass Harold und Nadine sich sehr verändert haben. Außer Leo weiß allerdings keiner, wie schlimm es wirklich um die beiden steht, denn die beiden glauben, dass Wendell Fleck, dass sie Fleck halt dienen, aber für ihn sind sie schlicht nur Werkzeuge und ja, letzten Endes wird es keine Belohnung für sie geben. Leo stellt daraufhin fest, dass es wirklich keine wahre Nadine mehr gibt, dass diese schon lange tot ist und für sie keine Hoffnung mehr besteht. Plötzlich kriegt er einen hysterischen Anfall. Er fleht Laurie an, mit Franny zu sprechen. Der weiß allerdings nicht, worüber er mit ihr reden soll. Und daraufhin wird Leo halt immer hysterischer, wiederholt immer mehr seine Bitte, immer eindringlicher. Und ja, Laurie kommt aber nicht auf den Gedanken, dass es um das Buch gehen könnte, das er bei Harold gefunden hat. Obwohl ihm Leo immer wieder kryptisch sagt, dass alles aufgeschrieben steht. Letzten Endes geht er aber doch zu Franny und diese versteht dann den Hinweis, dass es eben um ihr Tagebuch geht und andererseits eben um das Tagebuch von Harold. Ja, sie vermuten halt, dass diese ganze Geschichte eben Harold so verändert hat und beschließen dann, nachdem sie über die ganze Geschichte reden, ja, dass sie halt der Sache nachgehen müssen und das Buch stehlen sollen müssen, wie auch immer. Wir befinden uns dann inzwischen beim 1. September und der Strom geht das erste Mal wieder an. Dabei fangen allerdings ein paar Häuser Feuer und es passiert so ein bisschen Blödsinn. Der Generator stirbt auch wieder ab, aber das ist so das erste Hoffnungszeichen. Aber während der ganzen Verwirrung fahren Laurie und Franny zu Harolds Haus und brechen dort ein. Und finden schließlich auch das Hauptbuch. Außerdem stolpern sie über den Karton, in dem eben Harolds Bombe, die er da bastelt, versteckt ist. Aber sie werden halt aus dem ganzen Gewirr austreten und gerade nicht schlau und stellen ihn wieder zurück, ohne dem Ganzen große Beachtung zu schenken. Wir wissen, dass das ein entsprechend schwerer Fehler wird. Naja, sie verlassen dann das Haus und wollen dieses Hauptbuch von Harolds zuzeigen. Denn der erste Absatz ist ihm gewidmet und droht ihm an, dass er umgebracht werden soll. In der ganzen Zeit besucht Nadine Ralph Brentner, das ist dann schon etwas später. Sie hat Einkaufstaschen und Kram dabei und eben den Karton mit der Bombe. Wie erwartet sind Ralph und Nick, die eben in demselben Haus wohnen, nicht zu Hause. Und deswegen kann sie in Ruhe das tun, weshalb sie hier ist. Sie platziert die Bombe in einem Schrank und verschwindet wieder. Auf dem Rückweg allerdings bekommt sie Schuldgefühle, aber jetzt ist es halt ein für alle Mal zu spät, ihr Schicksal noch zu ändern. Und ja, sie sitzt dann in so einem Autokino und da kommt ihr die Gewissheit, denn Fleck spricht über Lautsprecher mit ihr, ruft sie und quält sie innerlich,
wobei ihre Haare schlohweiß werden. Sie trifft daraufhin Harold und berichtet ihm, dass die anderen sein Buch gefunden haben und dass sie die Bombe platziert hat. Und naja, es gibt jetzt letzten Endes wirklich kein Zurück mehr, deshalb verlassen die beiden die Stadt und verstecken sich in den Bergen, bis sie den Fernzünder für die Bombe im richtigen Moment zünden können. Ja, einen Tag später, Stu hat Harolds Hauptbuch durchgelesen, ist besorgt. Er beauftragt Brad Kitchener, das Kraftwerk bewachen zu lassen, da er Sabotage fürchtet. Ja, es findet die Versammlung des Komitees in Ralphs Haus statt. Dabei soll besprochen werden, dass Brad Kitchener ein Elektro-Team oder Elektrogeräte-Team aufstellt, das in allen unbewohnten Häusern die Sicherungen raustritt, bevor die Generatoren wieder angeworfen werden. Chad Norris vom Beerdigungskomitee erklärt, dass in den letzten Wochen 25.000 Leichen weggeschafft wurden. Und Al Bundle ist für die Einsetzung eines Tribunals, das aus drei gelosten Mitgliedern besteht und das so wie eine Art Geschworenengericht dienen soll. Franny bekommt während der Versammlung plötzlich Angst und will, dass alle aus dem Haus fliegen, kann es aber nicht begründen. Dann hören sie auf einmal Motorenlärm, als einige Motorräder ankommen, um zu berichten, dass Mutter Abigail zurückgekommen ist. Als dann alle außer Nick aus dem Haus sind, explodiert das, weil Harold die Bombe fernzündet. Am selben Abend, nach der Bombenexplosion, erwacht Franny in ihrem Bett. Sie hat Verletzungen am Rücken. Und Stu erklärt ihr, dass Nick, Sue Stern und einige andere Menschen bei Harolds Bombenanschlag ums Leben gekommen sind. Man könne sich noch glücklich schätzen, dass die Motorradfahrer gerade im richtigen Moment aufgetaucht sind, sonst hätte es noch viel mehr Tote geben können. Am nächsten Tag sind die Einwohner von Boulder natürlich noch geschockt. Bei einer öffentlichen Versammlung kann auch die Nachricht, dass der Strom bald wieder eingeschaltet werden soll, jetzt nicht unbedingt für gute Laune sorgen. Die Leute haben Angst vor Randall Flagg und da helfen auch keine Komitees mehr. Sie wollen wissen, was man tun könnte. Es gibt Lynchforderungen gegenüber Harold Lauder und Nadine Cross. Und man entschließt sich schließlich am 11. August eine Wahl abzuhalten, um die verstorbenen Mitglieder durch neue zu ersetzen. Es endet mit einer stundenlangen Diskussion zum Thema Randall Flagg, die zwar zu keinem vernünftigen Ergebnis führt, aber die Leute können ein bisschen ihre Wut ablassen. Auch über Mutter Abigail gibt es Neuigkeiten, leider auch keine guten. Dr. Richardson sagt, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit sterben wird. Am 5. September, also zwei Tage später, weckt Glenn Bateman Stu und Franny auf und schickt sie zu Mutter Abigail. Die alte Frau, die bei Larry und Lucy wohnt, ist aufgewacht und sie behauptet, sie habe ihre Aufgabe in diesem großen Spiel jetzt endlich verstanden. Sie soll die vier letzten Überlebenden des Komitees, also Glenn, Ralph, Larry und Stu, die letzten vier überlebenden Männer, nach Westen schicken und sie sollen dort ohne weitere Ausrüstung nach Las Vegas gehen und dort gegen den dunklen Mann antreten. Franny wird hysterisch und weigert sich, aber als Mutter Abigail ihr die Hand auf den Arm legt, heilen plötzlich Frannys Verletzungen und sie sieht das als Zeichen des göttlichen Wohlwollens dieser Mission. Die vier Männer entscheiden sich, den letzten Wunsch der alten Frau zu erfüllen und nach Westen zu gehen. Und wenige Stunden später stirbt Mutter Abigail auch. Am 6. September verabschieden sich Lucy und Franny von Glenn, Ralph, Larry und Stu, die sich Richtung Las Vegas aufmachen. Kojak kommt auch mit. Und damit endet das zweite Buch von The Stand. Puh, wir haben viel geschafft. Was haltet ihr davon? Ja, wie gesagt, der zweite Teil ist so ein bisschen, ist halt von viel Bürokratie und Zivilisationsaufbau wieder geprägt, aber hat halt auch hier wieder ein paar hübsche Szenen, finde ich. Also ich mag halt an dem Punkt wirklich sehr diese Entwicklung von Nadine und von Harold. Eigentlich wirkt er mir jetzt zu diesem Punkt, also zumindest hervorgehend aus den Texten in seinem Tagebuch, naja, nicht sympathisch, aber irgendwo nachvollziehbar. Und er ist zumindest in seiner Wut und in seinem Hass nicht mehr ganz so jämmerlich, wie er es vorher war. Und da finde ich ihn weit eher erträglich. Harold hat sich wirklich ziemlich weiterentwickelt, gerade in diesem zweiten Teil. Wobei, ich würde sagen, die Charakterentwicklung ist überhaupt das, was den zweiten Teil ausmacht. Denn die Geschichte tritt ja eigentlich ein bisschen auf der Stelle. Das gerade mit diesem Komitee ist viel, was sich wiederholt. Da kommt es alles nicht so wirklich weiter. Aber man lernt die Charaktere besser kennen
Und man entdeckt auch, dass es gerade so Stu und Nick, dass die sich doch sehr ähnlich sind. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so die falsche Entscheidung gewesen, Nick sterben zu lassen. Zwei gute weiße Männer auf einmal loszuschicken, das wäre vielleicht der Overkill gewesen. Zumal, ich glaube, es geht nicht mal nur unbedingt um die guten weißen Männer, sondern es geht darum, dass wir ja immer noch Tom Cullen haben, als quasi die Schlüsselfigur mit seiner Behinderung und so weiter, die ja dann letzten Endes auch eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich glaube, wenn er zweimal denselben Gag verwendet hätte, so böse wie das klingt, aber wenn er zweimal denselben Gag verwendet hätte, dass ausgerechnet diese zwei Menschen dann die Welt retten, das hätte nicht funktioniert. So ist es halt dann wirklich Tom Cullen, der letzten Endes diese Rolle übernimmt, die er sich bis jetzt mit Nick geteilt hat. Genau, das denke ich auch. Und was, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, was mir wirklich aufgefallen ist, wir haben überhaupt keine Kapitel mit den Bösen gehabt, oder? Ja, nee, das stimmt. Weil wir wollen ja jetzt gerade bis jetzt als das Böseste Nadine und Harold etablieren, mehr oder weniger. Ja, dazu sind mir die beiden aber irgendwie noch zu ambivalent, also um wirklich als böse. Ich meine, nach dem Anschlag, okay, dann kann ich es akzeptieren, aber den größten Teil dieses zweiten Buches sind sie ja nicht wirklich böse, sie sind noch sehr, ja, sehr wechselhafte Figuren. Ja, aber es zeichnet sich halt nach und nach immer mehr ab, wie sie die Seiten wechseln. Es gibt immer mal wieder Rückfälle, wo sie an sich zweifeln oder auch wie Stu dann merkt, hier, die Leute behandeln mich wie einen Erwachsenen, weil der sich halt auch selbst wie ein Erwachsener verhält. Du meinst Harold? Ja, natürlich. aber er kann sich dann doch nicht dazu aufringen oder ja, dazu bringen, dass er seinen Hass loslässt und ja, quasi die Chance ergreift, ein normales, schönes Leben zu führen. Es gibt ja den schönen Spruch, fake it till you make it. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass auch andere Menschen vorm Spiegel stehen und Lächeln üben und wie viele Lächeln dann da draußen eigentlich falsch sind, ich glaube, das ist immer noch ziemlich gut rübergebracht. Ja, wer von uns kennt das nicht? Und wer von uns hat keine Bombe im Keller? Ich habe keinen Keller, beziehungsweise ich wohne in einem, aber egal. Jonas, du bist die Bombe. Was haltet ihr denn von diesem ganzen Spannungsbogen um Nadine? Den finde ich ja persönlich sehr interessant. Ich finde sie auch sehr sympathisch eigentlich. Es wird sich dann auch später noch herausstellen, warum sie mir sympathisch ist. Aber was haltet ihr denn so von ihr und ihrer Entwicklung im Laufe dieses zweiten Buches? Also sympathisch weiß ich nicht so ganz genau. Sie wird mir im Laufe der Geschichte sympathischer. Das ist wie bei Harold. Als sie so zum ersten Mal auftaucht, mag ich sie nicht so unbedingt. Aber ich kann mich dann doch nach und nach auch in diesen Charakter reinversetzen. Ja, sie wirken irgendwie ein bisschen wie eine gequälte Seele, weil sie ja weiß, es gibt da diesen ominösen, dunklen Mann, dem sie ja sich hingeben will. Aber letztendlich traut sie sich nicht, warum sie sich dann ja auch an Larry ranmacht. Und ja, der, weil er diese Chance nicht ergreift, sie zu retten, weil er dann quasi die andere, deren Name mir gerade nicht einfällt, betrügen würde. Lucy. Genau, Lucy. Und ja, dann ja fällt quasi Larry die Entscheidung für sie. Das heißt, sie selbst hat sich auch ein bisschen gesträubt. Sie konnte ja trotzdem sagen, nee, ich will nicht. Aber ja, sie ist schwächer, als sie sich gibt. Was ich bei ihr auch interessant finde, ist ja, dass sie so als einziger Charakter schon mit Fleck Kontakt hatte, lange bevor die Seuche ausgebrochen ist. Also sie ist ja wirklich eigentlich so eine auserwählte Figur. Oftmals kriegt man die auf den Seiten des Guten mit. Und dass es hier auch auf der Seite des Bösen eine Auserwählte gibt, finde ich auch nochmal eine interessante Wendung. Genau, also jetzt ist die Frage, wollen wir darüber jetzt schon reden oder reden wir darüber, wenn wir wirklich über die Charaktere nochmal reden? Wir haben halt hier wirklich diese Dualität. Wir haben einerseits den klassischen Helden und den klassischen Antihelden. Wir haben Franny als Eva-Figur, wir haben aber eben auch Nadine als Lilith-Figur, die ja in der Mythologie durchaus relevant ist. Beide führen halt diese Rolle der ersten Mutter aus, aber beide auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und von daher finde ich, sie ist ein wirklich interessanter Charakter. Und diese Prädestination, dass sie eben Fleck schon weit vorher kannte in irgendeiner Form, die finde ich wirklich, ist ein sehr ausbrechendes Element in der ganzen Sache.
Auch das mit der Mutterfigur ist interessant, denn obwohl es sich um denselben Jungen handelt, haben sie ja beide auch unterschiedliche Kinder, nämlich Joe und Leo. Aber ich glaube, wobei Joe ja mit Franny gar nicht assoziiert ist. Ja, gut, da kommen wir nachher, glaube ich, bei den Figuren nochmal ganz deutlich drauf. Wollte ich euch sowieso fragen, da bin ich bis heute aus dem Buch nicht schlau geworden. Die Rolle von Leo, wie interpretiert ihr die? Was hat der Mensch für einen Sinn in der Geschichte? Ich denke, da kommen wir nachher nochmal gründlich drauf, weil ich habe da eine größere Theorie, die jetzt den Rahmen sprengen würde. Okay. So, und ich denke, das wäre jetzt hier ein guter Punkt, um eine kleine Pause zu machen. Wir werden in 5 Minuten weiterreden. Ihr werdet in der nächsten Folge weiterhören. Und wir verabschieden uns dann bis dahin. Wird nicht lange dauern, das verspreche ich euch. In diesem Sinne erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.